Auf geht's. Wollen wir mal gucken, ne? Was wir heute treiben werden beim schönen artigen Graveyard Keeper. Vielleicht keepen wir wirklich mal heute ein bisschen. Mal sehen. Ja, hallo Chris. Ah, weiter geht's. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir direkt so mit der Story so, ne, reinhauen können. Mensch, Apfel. Das ist Pseudo right hier. Hallo Link. Hallo, hallo. So, der Bartmann ist bereit. Ich habe nämlich, genau, Brennholz. Hallo, so. Ich habe das Brennholz und die Flugblätter parat. Wir haben auch noch die anderen Sachen von Schlange dabei. Das kann nur gut werden. Und hallo, Leaf. Leaf. Mensch. Ich glaube auch fast, dass wir die Abkürzung. Ja, alles hier vorbereitet schon. Vorbildlich. Ja, doch, hier lang. Jetzt musste ich kurz überlegen, wie wir auf diesen Hügel kommen. So. Ach, ist ein bisschen in meinem Weg hier. Wie geht's euch so? Was ist so los bei euch? Ich brauche soziale Interaktionen. Die ich den ganzen Tag nur programmiert habe. So, jetzt nerv ich erstmal den Guy und derzeit könnt ihr euch ganz viele Texte ausdenken. Oh Gott. Der Friedhof, was ist damit? Ja, vor ein paar Jahren wurde es von Kultisten geschändet. Sie hatten dort ein Picknick und ich bin mir nicht sicher, ob das Böse diesen Ort vollständig verlassen hat. Deshalb muss ich sicherstellen, dass du in diesem Kampf auf unserer Seite bist, bevor ich dir die Erlaubnis erteile, diesen Teil des Friedhofs wieder zu verwenden. Also mit ihm Freundschaft schließen, würde. Hier, Brennholz. Oh ja, ich freue mich, dass du uns in unserem rechtschaffenen Kampf beistehst. Das war's auch schon. No, die Beine werden irgendwann wieder. Ah, und keine Ruhe. Oh Gott. Einfach Tür zu schließen. Nicht da. Oder du machst hier Telefonservice und gehst nicht ran. Das ist das Beste. Yay, du hast die 10k erreicht. Und soll ich noch was sagen? Ich muss das umändern. Ich habe nämlich, wurde dezent von Elanum, Manu, darauf hingewiesen auch, dass es keine Sachen über Twitch geben kann, die ich extern, abgesehen von Twitch, irgendwie überreichen werden kann, tun, mache. Was man im Privaten regelt, ist immer noch was anderes, finde ich, aber ich habe es jetzt umgeschrieben, dass ihr quasi digitale Kekse von mir bekommt. Das heißt, ich könnte euch die ganze Zeit mit Keksen zuschmeißen während des Streams, das würde mich ein bisschen nerven, aber ist super cool für euch. Ja, ne, was man dann so in Discord klären kann, ist was anderes. Hallo, Gus, Booty. Booty? Ich sag einfach Anna. Ich hoffe, Anna ist okay. Ja, deswegen einfach Discord dann. Ich glaube, der Preis ist sogar ein bisschen gesunken, wenn ich mich nicht täusche. Weil, ne, es gibt halt Richtlinien von Twitch, wenn sie einen erwischen, weißt du nicht, was passiert und du weißt auch nicht, was jetzt eigentlich alles okay ist und was nicht. Ich habe es jetzt ein bisschen abgeändert. Ich hoffe, es ist okay und wieso leuchte ich eigentlich wie so ein... Oh Gott, warte, ich muss mal ganz kurz... Kamera unterstellten, schalten. Vergesse ich mich manchmal, weil die sich ja immer ein bisschen... Ja, deaktivieren wir es einfach. Zurücksetzt, wie sie lustig ist. Mensch, ja. Das war eine Rolle. 1A. 10 Punkte. Von der Katze. Keiner hat's gesehen. Vielleicht ein bisschen besser so. Eigentlich für Helligkeit? Helligkeit. Hm. Naja. Stimme völlig unvorbereitet, aber ich glaube, ich bin vertrauenswürdig. Ah, ich bin mir nicht sicher, aber offensichtlich kann man dir mehr trauen als meinen anderen Wachen. Hier ist deine Erlaubnis. Ah, wenn dir etwas Verdächtiges auffällt, gib mir sofort Bescheid. Wir müssen schließlich mehr Hexen verbrennen. So, die Flugblätter noch. Ah, jeder wird von der Unvermeidbarkeit des wahren Glaubens erfahren. Ja, wie dem auch sei, ich hatte für heute eine Verbrennung geplant. Aber die Hexe ist zu schwach geworden und eine tote Hexe zu verbrennen ist zu langweilig. Aber bleibt doch ein wenig, wir schauen uns das zusammen an. Voll romantisch hier. Ach, die gute Hexenverbrennung, ne? Ich habe die Show schon ein paar Mal gesehen. Voll öde. Ja, und ich bekomme langsam Hunger. Und zu trinken gibt es hier auch nichts. Ja, lasst uns gehen. Das ist doch kacke hier. Ich
Ja, schon wohl. Tja, deine Verbrennung kommt wohl nicht so gut bei den Leuten an. Wenn das jeden Sonntag macht, was soll man sagen? Also, ja, aber vor 5 Jahren war der Platz hier zum Bersten voll mit Zuschauern. Mussten extra Tribünen bauen. Ganze Familien kamen, um zuzusehen. Heute finden das alle langweilig. Nur mein heiliger Zorn hält diese Inquisition am Leben. Sogar unsere Inquisitionswachen haben schon 1 Monat lang keine neuen Hexen mehr auftreiben können. Ah, vielleicht ist das liegt das an der Wasserknappheit, aber es ist bestimmt nur mangelnde Motivation. Da wir gerade von Motivation reden. Weißt du eigentlich, wie man Wein anbaut? Naja, ich habe noch viele unentdeckte Talente, also vielleicht ist was dabei? Ah, gut, gut. Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für dich. Und dieses Mal redest du dich nicht raus. Außerdem wird das sehr profitabel für dich. Ach ja? Ich gewähre dir die Erlaubnis, am östlichen Hang des Hexenhügels Wein anzubauen. Aber ich dachte, das Land hier gehört zum Dorf und nicht zur Inquisition? Mann, ach, dieses Wort. Nein, dieser Weinberg gehört meiner Familie schon seit vielen Generationen. Ich erlebte eins mit meiner Frau und meinem Sohn hier. Und wo sind sie jetzt? Sie sind tot, beim großen Knall umgekommen. Hexen, ich hasse sie. Oh, das tut mir leid. Jetzt ist nicht die Zeit, um sentimental zu werden. Bau Wein an, werde Winzer. Bring mir den Wein, das wird die Wache motivieren und zu neuen Höchstleistungen antreiben. Glaub mir, wenn sie betrunken sind, dann finden sie bestimmt jeden Tag eine neue Hexe. Oh Gott, das kann ich mir echt gut vorstellen. Und wenn wir genug Hexen bekommen, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir die Verbrennungen noch unterhaltsamer gestalten. Ich habe ein paar Ideen, bei denen ich deine Meinung brauche. Ah, der hatte Verrückte. Nee, er will halt echt ein Partyfest machen. Was ist eigentlich mit denen jetzt hier? Wieso gehen die nicht weg? Wenn man ein Wort einlegen könnte? Ach genau, hier. Warum die Wachen da stehen. Glaubst du, die Wachen hier auf dem Hexenhügel sind wirklich notwendig? Ja, ich bin mir nicht sicher, aber es gehen Gerüchte in der Stadt um, dass jemand hier nach verbotenem Wissen sucht. Verdammte Ketzer. Beim letzten Mal haben ihre dunklen Rituale hier auf dem Hügel zum großen Knall geführt. Bei solchen Dingen sind wir lieber vorsichtig. Ah, ich kann den Hügel im Auge behalten und dir Bescheid geben, wenn sich hier jemand herumtreibt. Die Wachen sieht man ja schon aus weiter Ferne. Ah, du hast recht. Aber bist du wirklich vertrauenswürdig? Viel Erfolg bei der Jagd, Leute. Wenn du so, ja, am Anfang kann es mal ganz gut gehen. Und er möchte jetzt silbernen Wein. Ach, mein Heftchen. Gemeinsam sterben. Optimistisch, die Leute heute. So, mein Heftchen. Ich habe mir meine Transportstation aufgeschrieben, dass wir die auch gleich bauen können. Damit wir ein bisschen Stein oder Erz kriegen, je nachdem, was wir brauchen. Wo? Nein, das ist der falsche. Oh Gott, jetzt geht's schon los hier. Der will ja auch noch Kürbisse. Und Schädel will der auch. Mann, ich brauch nochmal 2 Schädel irgendwann. Und noch viel mehr Schädel. Doch, 10-mal silberner Wein. Dann die Zukunfts-Spoiler-Geschichten. Ja, ja, bla bla bla. Okay. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Oh Mann. Viel Erfolg, Link. Mit den beiden Chaoten loszuziehen ist eigentlich nicht eine gute Idee, aber. Was soll man machen, ne? Ah! Oh, dieses Bild immer. Bisschen hier. Stöckchen. Wir brauchen jetzt ganz viele Stöckchen, wenn wir übrigens Weinbau betreiben wollen. Astrologe kommen, dann wieder beten gehen, Frau Anmut. Ah, Händler. Zum Anbau brauchen wir nämlich auch noch. Was brauchen wir da noch? Sachen, irgendwelche Sachen. Weinfass. Nun. Ach, das bringt ja nicht mal was hier. Krummel, 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 krummel. Okay, wir haben ja noch ein paar Sachen in der Tasche. Das ist... Ja. Ah, okay, jetzt, das ist ja für den Friedhof noch. Doch, 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 doch. Mitch.
Schaffen wir das noch? Ja. Ich glaube, das tote Pferd ist häufiger länger offen. Schon 24/7. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, ob wir Samen für dieser Mann, für den Weinabbau, also Anbau, aus dem Dungeon bekommen. Sollen wir nochmal in den Dungeon gehen? Ah, sein Pech, nicht heute. Hat er jemals Glück? Ach, ich habe das Siegel. Gut, dann benötigt dieses Fleisch schon noch ein wenig Vorbereitung an deinem Küchentisch. Ha, erledigt. Wirklich und Papier. Benutze das Siegel und ich kaufe es dir gerne ab. Ja, aber nein, danke. Oh, er hat auch Wein zu verkaufen. Ganz schön teuer. Aber könnte man zur Not auch machen. Bräuchte man halt nur 20 Silber. Das ist Wahnsinn. Du redest beim Ehemann, er hat dir das Sagen. Haben wir ganz kurz mal, wir müssen gucken, dass wir... Technologien ist das? Ja, wir können Burger herstellen. Das ist sehr wichtig. Und mein Glückwunsch übrigens noch. Das ist, ja. Sehr schön. Ich sag ja, ne, am Anfang da läuft das immer noch alles ganz gut. Macht das einen guten Eindruck auf alle Leute, die zuschauen? Ja, ja, die werden sich dann anschließen. Und dann steigt die Zahl der Opfer. Wunderbar. Huldigen wir dem Blutgott. Na, Katze. Nein. Geh schlafen. Oh nein, ich bin nicht müde. Gähnt. Oh, du bist Vieh manchmal, echt. Okay. Zu bauen haben wir, glaube ich, gerade nichts. Das würde ich machen. Ja, keiner, der beten will hier, Mensch. Also beichten. Ja, beichten ist ja. Tja, endlich. Jetzt kann ich auch die Weste hier für das Friedhofs benutzen. Und konnte man nicht irgendwie noch den Zaun verbessern? Ich bin ziemlich sicher, dass es ging. Hm. Oh, so wie Holz hier. Brauche ich gar nicht mehr. Nein. Mano. Stinkeholz. Ah ja, okay, tschüss Holz. So, ich glaube, wir brauchen noch prinzipiell ein paar Leichen, aber naja. Er zählt schon mit. Oh. Ich bin mir sicher, dass ich hier immer mal so ein Stück Holz hingepackt habe, aber das ist dann verschwunden. Naja, egal. Was soll's. So, ich wollte gucken. Wir brauchen Nägel, Balken und zweimal Papier. Für die Transportstation. Mehr Nägel. Balken? Wie viele Balken? Ach Mann, oh. Dieses Heft ist so unpraktisch eigentlich, aber egal. Gutes Heft. Hat Platz drin. Und da wäre noch ein bisschen was gewesen, aber. Ich würde auch nicht aussagen. Und übrigens, wir haben jetzt hier schon mal Stahl. Und damit können wir ein paar Teile herstellen. Dass wir dann uns schon mal den Alchemietisch noch herstellen können, also den zweiten. Damit wir Gewürze machen können, damit wir andere Sachen machen können und so weiter, ne? So, das Siegel lasse ich drin liegen. Keine Ahnung. Gehen wir einfach noch in der Nacht durch die Gegend. Das ist wunderbar. Ich glaube, ich nehme den Zombie auch gleich mit. Der darf dann direkt einen Steinbruch. Dafür ein Marmor? Ich glaube, für Marmor gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir noch vorbereiten können. Ich glaube, wir haben nur für den Stein was gemacht. Muss man alles freischalten. Achso. Ah, guck mal. Hier sieht man, wie gut es ihm geht. Naja. Ich möchte, wenn wir fertig sind mit Bauen. Der hackt ja noch eine ganze Weile. Also wirklich sehr, sehr lange noch. Ah, cool.
Kohle brauchen wir, glaube ich, keine mehr. Brauchen wir überhaupt noch Eisen? Ich weiß es gar nicht. Hier. Bitte. Jetzt liegt das halt hier so rum, ne? Vielleicht baue ich einfach was ab und lasse dann die Leute das dann einfach hin und her tragen. Das ist, glaube ich, auch das Beste. Die brauchen ja eh viel zu lange. Und wir kriegen noch ein paar extra Sachen raus. Ich guck mal, Goldnuggets. Schön. Die sind echt selten, die Dinger. Wein anbauen. Ich überlege gerade, ob das jetzt eigentlich Sinn macht. Wir müssten halt wirklich erst diesen Händler, glaube ich, dazu kriegen und zu handeln, dass wir dann auch echt die guten Sachen von ihm bekommen. Auf zum Astrologen, dass er sein Werkzeug bekommt. Hat er noch irgendwas gebraucht? Die Säure, ja, das müssen wir noch herstellen. Oh, hallo Alexia Liffy. Wie geht's dir denn so? Die Musik ist auch so chillig hier. Der ist ja auch immer noch unterwegs. Ob wir ihn einfach so zwischendurch uns auf die Schulter hauen können. Die gute alte Leiche. Zombie, ja, Verzeihung, ist ja ein bisschen was anderes. Nein. Oh. Aber ja, ich, dieses Mal muss, also, ne, dieses Jahr. Momentan muss ich auch sagen, ich habe mich noch nie so beschissen gefühlt insgesamt. Aber ne, das Stream lenkt ab, das ist wunderbar. Kann ich mir vorstellen, also wirklich. Achso, ich habe das ja gar nicht hier. Ja, mal später, wenn wir zurückkommen. Solange es irgendwann wieder vorbeigeht, ist die Hauptsache. Vielleicht irgendwann der Sommer kommt, wo dann mal alles irgendwie mal ein bisschen glatt läuft, dann geht es einem auch besser. Keine wahnsinnigen Nachbarn mehr, das wäre ein schöner Traum. Da kommt durch das Kohlfeld und hier lang, oh Gott. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich dachte ja wirklich übrigens, dass es sich nochmal irgendwie, also jetzt am besten noch vor dem April, bevor es wieder eigentlich Frühling ist, einfach nochmal richtig fett Schneesturm bei uns, aber gar kein Schnee, nichts. Ah, nee. Das ist einfach nicht normal. Das ist sehr merkwürdig. So, und er kriegt jetzt das. Ah, ich hoffe, hier ist das richtige Werkzeug. Oh ja, ich habe schon Besseres gesehen, aber ich glaube, das funktioniert auch so. Ja. Aber wir brauchen erst die Säure. Ach, Manu. Ja, wenn man Punkte bräuchte, ne? Kann man eigentlich hier einfach zugreifen. Wieso kann man die nicht kaufen? Warum hat er die überhaupt hier drin? Mysteriös. Ja. Schreiben müssen wir jetzt erstmal nicht, glaube ich. Morgen gibt es wieder Glaube. Ein bisschen Papier haben wir noch. Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, dass sich das jetzt eher jeder alles verschoben hat und vielleicht im April wieder Schnee geben kann. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon so. Das sind komplett runtergefroren, hat irgendwie ständig geregnet und dann auf einmal so, ach ja, ein bisschen Schnee hier bitte, ins Gesicht. Aber bleibt natürlich nichts liegen, also damit rechne ich eh nicht mehr, aber einfach mal ein paar Flocken, die vom Himmel fallen. Wenn ich dran denke, ich habe mal ein Iglu gebaut, als Kind. Geht heute gar nicht, die wissen gar nicht, was Schnee ist, die Kinder. Ich musste hier Kilometer weit wegfahren. Irgendwann, ey, wird alles zur Wüste, oder? Untergehen. Ich guck noch schnell nach wegen dem Tisch. Schlittenfahrt. Pff, das gibt's nicht.
Musst du jetzt mit Hundeantrieb machen. Oh, drei Dinger und 600. War doch der richtige, oder? Ja. Ja, ja, es geht halt irgendwie heute auch gar nicht mehr. Ich glaube, deswegen haben vielleicht auch viele so Depressionen, weil ich meine, mit Schnee verbindet man irgendwie automatisch dann auch so glückliche Kindheitserinnerungen und die hat man jetzt halt einfach nicht mehr dadurch. Also es kommt halt nicht wieder so. Das ist schon komisch. Ja, aber du kannst auch durch den Schnee laufen, so ist es ja nicht. Brauchst du gute Schuhe? So richtige Schneeschuhe denn. Das kann weg. Mal eigentlich hier nicht zu voll rumlaufen. Also ich muss sagen, ich bin ja auch immer 3 Jahre lang mit dem Fahrrad gefahren bei jedem Wetter. Ich bin damit auch gut durch Schnee gekommen. Das ist nicht das Problem. Man muss sich halt nur zu wissen helfen. Ah, so. Packen wir den jetzt hier hin. Das sind aber nur 4. Wie rum ist der jetzt? Das erkennt man gar nicht. Mano. Macht das Sinn? Das macht alles keinen Sinn. Wir könnten hier noch 2 Kisten hinstellen, wenn wir das so hinpacken. Ich packe ihn hier hin. Kann man überhaupt noch Kisten? Ich glaube, man kann gar keine Kisten bauen. Schriftrollenregal. Ja, das geht noch. Mehr Schriftrollenregale. So. Ach genau, hier können wir jetzt die Säule. Oh, wir haben ja schon wieder fast alles. Es fehlt noch ein giftiges Extrakt. Wo könnte man sowas nur bekommen? Ah, sehr gut. Ich glaube, uns fehlt noch eine Technologie dafür. Ja, hier, das Sammeln. Ah, so ein paar kackgrüne Pilze. Aber wir können auch schlafen, uns ein bisschen Glaube aneignen und dann holen wir uns so die Punkte. Dass mir grüne Punkte fehlen würden. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, rote Punkte fehlen, blaue Punkte fehlen, grüne Punkte fehlen. Das heißt, man irgendwas richtig macht. Weil irgendwas muss ja fehlen, aber... Konntest du den das auch machen? Ich gucke mir das dann später an, wenn ich es wieder, wie immer, vergesse. Kannst auch nochmal beim Discord reinpacken. Kann man schon? Kann man noch nicht? Ich glaube nicht. Was will man noch? Jetzt schleppe ich das Ding mit mir rum. Vorbereiten müssen. Just in case, wenn ich sie da verkacken sollte. Bei den Leichen. Ja, die guten. Ich glaube, er rennt los, sobald er sieht, dass hier was fehlt. Oder er rennt immer. Ich weiß gerade nicht. Wir wollten beten gehen. Beten gehen? Ja, den Segen sprechen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Unsere Sekte anleiten. Ihr wisst schon. Oh ja. Dann hat die Bahn wieder einen Grund zum Streiken. Das wäre doch mal ein vernünftiger Grund. Achso, jetzt habe ich vergessen, das gleich mitzunehmen. Dam, 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 da, dam, dam, da, dam. Na du. Oh Mann, ey. Ich will das haben. Dann kriegt man halt so viel mehr Glaube. Oder halt je nachdem, was man sonst so braucht. Aber er will mir einfach nichts verkaufen. So viel mehr Geld als ich hat er auch nicht. Ja. Ist das die Bauerlaubnis, die wir brauchen? Ja, ne? Ich glaube, damit kann man dann auch den nach ringsrum alles bauen. Was ist das? Ach, die Handels... Oh, die müssen wir uns auch noch besorgen, glaube ich. Wein, wein, wein. So. Aber erstmal sollte das ja reichen hier. Ja, mach doch. Oh ja, wir haben uns heute alle hier versammelt. Ich würde nämlich gerne ein paar Warte sagen. Warte, warte, warte.
Unsere Kirche ist klasse. Toll. Ja. Und jetzt lass uns einfach mal beten für diesen Segen. Ja. Okay. Ja, hier. Genauserig. Hallo? 7? Das war auch schon mal besser. Hm. Wenigstens bezahlen sie heute alle mal. Das ist auch wirklich verkehrt. Ja. Aber die Papien hat's immer. Geht das jetzt auch weiter? Geld? Oh, fast ein Silberling zusammen hier. Super. Dann mal gucken, was wir alles erforschen können. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwann mal ausgestellt hatte, aber ich glaube, ganz links konnte man eigentlich nicht posten. Naja, wer weiß. Oh, wir haben gerade zufällig noch die Teile dabei. Alter, 5! Das muss aber viele Punkte bringen. Okay, okay, okay. Ja, 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 das bringt einiges. Ist ja auch auf hohem Standard quasi. Oh, wir haben keine Blätter mehr hier. Ja, das muss man selber herstellen hier. Wenn man keine Angestellten hier hat. Wo ist das jetzt hin? Wieder oben. So. Fledermausflügelchen. Ging jetzt aber schnell. Peanuts hier. Egal, egal. Irgendwann würde man das eh untersuchen. Was erledigt ist, ist auch erledigt. Brauchen wir das nochmal hier? Ja. Alles hier. So, jetzt können wir nämlich den Meistersammler sammeln. Können uns so einen schönen Pilz und daraus so eine schöne Suppe brühen, dass wir dann mal das Gewürzmischieren-Ding noch hinkriegen. Das geht mich dahinter dann gleich am nächsten, nicht am nächsten Tag, aber bei der nächsten Möglichkeit. Hier sind die da schon. Ich weiß nur gerade nicht, bei welcher Station wir die jetzt reinschmeißen müssen. Müssen wir nochmal gucken. Nicht, dass unser wieder ein Tisch fehlt. Das wäre das Schlimmste. Außerdem. Wollte ich mal wieder Pilze sammeln. Spieße. Mach die gleich hier, dann ist das bei unserem Ofen da frei. Und wieder rein. Die machen hier nichts. Das darf so nicht sein. Na. Dezent Lust, noch mal runter in den Dungeon zu gehen. Was ist damit? Achso, die Stahlteile kann auch hier bleiben. Sie brauchen wir hier oben gar nicht. Naja. Gucken, ob wir jetzt in der Lage sind, das richtige Mittel herzustellen. Ich glaube, dass das hier sein könnte. Die guten Innereien. Nee. Oder kann ich es nicht benutzen, wenn ich noch nicht weiß, was ich damit mache? Handmischer? Was kommt denn hier raus, theoretisch? Irgendwas fehlt, glaube ich, hier noch. Ja gut, eigentlich Mimile 2 sowieso noch, aber
Also der erste Tisch. Das ist der Destillationswürfel? Ich glaube fast, dass der das ist, an dem man das herstellen kann. Ach, 20 Stein und 8 komplexe Eisen. Hm. Muss man hier richtig arbeiten dafür. Hey, wieder nach oben. Jetzt hoffen, dass irgendwo noch was drin ist. Ein Stein. Noch ein paar Steine. Und Schrott. Schön. Ja, schön. Das ist, erstmal das. Acht. Oh Mann, ey. Die Ausdauer rennt wieder weg. Yum, yum, yum. Und du machst das weiter. Und wir hauen uns einfach aufs Ohr. Ich weiß zwar gerade nicht, was Frau Anmut wollte, aber ich glaube, wir konnten ihr erstmal nichts geben. Oder? Uns bei ihr beliebt gemacht? Schlangegeld gegeben? Ja, wir müssen von ihm genau das Parfüm, glaube ich, besorgen, ne? Oder selbst herstellen. Das ging. Ja, die Ausdauer rennt halt immer weg. Dann muss ich mal hinterher rennen. Das ist blöd. Die Dinge haben wir. So. Aber was noch gefehlt hatte, war jetzt, was ich vergessen hatte, die Steine. 20 Stück, ne? Ich nehme 20 Steine hier. Gut, ich glaube mal den Typen von hier oben. Und gehe mit dem nach oben. Also noch weiter nach oben. Der muss meine Steine transportieren. Das geht nicht anders. Ich hoffe, dass er das auch anständig macht. Ich weiß nicht, worauf der dann spezialisiert ist. Wenn ich jetzt... Oh, nein, ich lasse das nicht zu. Oh nein. Ich nehme den einfach mit. Ausgetrickst. Da kann der andere auch nicht mehr runterrennen, wenn er nichts zum Rennen hat. So. Da steht ihm ganz recht. Aber ich wollte mir eigentlich ein paar neue Zombie-Untertanen noch basteln. Also. Eigentlich sollte ich mal wieder ein paar Leichen organisieren. So, du kommst da rein. Und er schleppt. Ja, er schleppt direkt die Steine weg. Ja, genau, geil. Sehr schön. Ach so, Mist, aber damit ich jetzt hier was abbauen kann, brauche ich die Vorräte. Nein. Brauche ich die immer? Das ist doch fies. Naja, zumindest schleppt er die Dinger. Ich kann noch ein bisschen was davon vorbereiten. Wo wir schon mal hier sind, dann haben wir wieder Eisen. Ja, kann man auch brauchen. Aber das. Ihr wart noch bei Phoenix Wright dabei, ne? Ah, das große Finale, ja, ja. Hm. Phoenix Wright ist einfach ein großartiges Spiel, wirklich. Ah, noch ein bisschen hier. Komm, haut ruf. Bis die Axt zerbricht. Ich find's witzig, dass die Steine immer so ich finde schon sehr rechteckig aussehen und dann, wenn ich sie drauflege, muss ich hier unten Brocken. Fällt die Hälfte ab, wenn ich es hinlege. Ich glaube schon fast voll hier. So. Sieht gut aus, ne? Wenn der uns den Haufen runterträgt, schon mal anfangen. Ja, also ein bisschen kommt noch halt. Also wirklich ein bisschen. Und dann kommt halt die ganze drittes Gedöns, also. Was ich aber ganz cool finde, da haben sie sich echt nochmal was einfallen lassen, weil sie sehr viele Sachen vom Anfang und auch so generell noch mit einbeziehen, so. Also hauptsächlich Charaktere halt. Also, dass sie das so über die ganzen Episoden hinweg durchziehen, hätte ich echt nicht gedacht, dass da irgendwie immer die gleichen Charaktere im Grunde mit auftauchen.
Ah, dieses Spiel. Ja, ihr seht das auch mal so schön, so ist dieses Standbild. Guckt mal, wie sie laufen. So süß. Ach Mensch. Na, der eine hat, glaube ich, noch den Stein, den, hier den Stein, den Stock, den großen Stock hier, wieder mit zurückgenommen. Na, guck mal, da liegt schon was. So, jetzt die... Was sind das? Holzkeile. Holzkeile sind das. Hab ich hier nicht mehr. Sehr gut. Mal ein bisschen Ordnung wäre ja mal ein Traum. Keine Ahnung. Auch nicht, ich muss eine ungerade Zahl machen. Nee, muss ich nicht. Doch, ja. Noch einen dann. Wollte eigentlich nur ein paar Steine. Naja, ich muss, glaube ich, erstmal schnell gucken, dass ich den Händler noch zufriedenstellen kann. Da muss ich dann einfach warten, da will ich nicht. Also nicht, dass wir nichts zu tun hätten hier, ne, aber wenn man schon mal dran denkt, so fast was fertigstellen könnte. So erfrischt. Wie viele Steine haben wir? Wir haben 6, also 14 noch. Der eine wird gleich wieder zurücklaufen. Diese Zombie-Guys, ey. Ich sag's euch. Ich hab noch keine besseren Hilfskräfte gesehen. Und eigentlich ist es auch egal, wie gut die sind, weil die machen ihre Arbeit. Ist egal, wie gut die, also welcher Verfassung die sind. Ach nee, da unten ist ja schon. Ich wollte gerade nach oben rennen. Aber bevor ich nach oben renne, ja, das hier können wir noch... Es ist mir im Weg. Ein Stein. Au! Oh, die Dinger sind's. Okay, ja gut. Das war klar. Ich sag dir vorhin noch, bis Spitzhacke kaputt ist. Das ist ein guter Anwaltsspiel. Ich kenne ja noch so ein Anwaltsspiel mit Vögeln. Irgendwann will ich das auch mal nicht streamen, aber mal durchspielen. Was sind das? Da. 6 kommen da raus. Ah. Das reicht nicht. Ich hätte noch 2 mitnehmen, ja, aber. Ah. Wird knapp. Sehr knapp. Oh, ja. Mal was reparieren, da war was. Was hast du auf der PS4 mit 100%? Ich kann nur mal schon. Ich bekomme was. Ach, hatte für Boyfriend. Ah, ja, irgendwann mal. Aber das will ich halt dann auch wirklich auf 100% mal. Komplett. Na, vielleicht dieses Jahr mal. Das Jahr der kleinen Spiele, die man einfach mal komplett abschließen könnte. Lauf, 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 lauf. Ah, ich glaube, der Händler ist schon wieder weg, bevor wir ihn erreichen. Wie läuft so ein blöder Zombie vor die Füße hier? Mir. Na, ich sag's ja. Aus dem Weg, Junge. Nein, 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 nein. Ah, der ist mal so schnell weg. Weil er so ein reicher Typ ist, ne? Schaff ich's noch, schaff ich's noch. Destillationsdings bauen, das Dingsen, das Dingsen und das Ding. So wird das nix. Ja, sag ich dann, das sind echt kurze Spiele. Blub, 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 blub. Ich glaube, bei Hard Full Boyfriend wollte ich mir auf jeden Fall, wenn dann direkt eine komplette Lösung daneben packen. Ich hätte auch so angefangen hatte zu spielen, das war immer so, ja, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Und ich immer genau wusste, was am Ende dabei rauskommt. Also, das mag ich immer nicht so. Wieso kann ich den jetzt wieder nicht drehen? Er würde hier so gut einfach mal in die Ecke passen. Oh Mann. Tief durchatmen. Wusa.
Ja, gut, das wird mit dem Händler nichts mehr. Ich glaube, der wollte auch noch eine Handelserlaubnis von uns sehen oder so. Ich hoffe, also eine Lizenz, aber ich hoffe nicht. Interessant. Müssen wir das echt erst untersuchen? Oder zerfällt das einfach nicht in das, was ich glaube, was zerfallen soll? Jetzt ist die Frage, aus was ich das Dings herstellen kann. Hier dieses giftiges Extrakt, ja doch. Puder und Chaoslösung haben wir noch. Aber das Extrakt? Aus dem Herzen? Doch nicht aus dem Herzen. Das dauert halt auch seine Zeit wieder. Die bieten uns erstmal Herze an, ne? Mal gucken, was passiert. 10 Jahre später. Alles falsch gemacht, ja. Was hatten wir gesagt? Wir hatten, glaube ich, 5 Schädel. 7. Das ist wichtig. Oh, das waren zu viele Steine. Egal. Wo ist das? Das kommt wieder mit nach oben. Brauchen wir hier unten nicht. Das kann man alles zubereiten noch und hier bereiten und da bereiten, aber. Blöd, der Händler verpasst. Nein, Kiste. Hier sind nicht die Schüsseln drin. Hatte ich nicht irgendwo die blöden. Keine Orientierung mehr hier. Egal, machen wir das hier. Gehen wieder schlafen. Was sonst? Nicht genug Energie. Ja, danach werden wir die Steine vorbereiten gehen. Uko? Was soll denn Ogo heißen? Kenne ich gar nicht. Achso, als was für ein Wort? Aus welcher Sprache? Ach hier, die. Den Baum noch weghauen? Jetzt ein bisschen Orten machen. Geht. Und liegen gelassen. Ich glaube, die Dinger gehen verfallen irgendwie. Weiß ich nicht. Die sind auch nicht mehr da. Böse Magic-Karte. Okay, tut mir leid, ich kenne nicht alle Magic-Karten. Ich kenne überhaupt kaum welche, also ein paar Wörter, die ich halt mal aufgeschnappt habe, nein. Kann ich auch kaum zuordnen. Naja, der rennt hier noch schön rum. Diesen ein, zwei Holzblöcken tauscht sie immer und dann geht ihr mit dem nächsten runter, gucken, ob was frei ist. Viel zu arbeitsmütig, dieser Zombie. Naja. Der hat auch das rostige Eisen hier runtergebracht. Oh, fein. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so viel besser als der andere. Na, was geht hier alles rein? Ja, da war's. Ja, 28 Steine. Kann man erstmal machen, ne? Ich hätte hier die gar nicht zubereiten müssen da oben. Ich brauche eh viel zu lang dafür. Schaffe ich noch? So, Steinverrat, fertig. Das war es eigentlich schon wieder. Mehr wollte ich hier oben gar nicht. Steine vorbereiten. So. Das läuft jetzt. Dann. Mal kurz die NPCs durchgucken. Wein, Wein, Wein wollen sie. Moment.
Die Säure konnte ich herstellen, nicht aber das Gewürzpulver. Das war gar nicht für den. Hupsi. Ach ja, der will noch eine Eisenaxt. Die unten sind immer nicht so wichtig. Mist. Wie konnte man das Gewürzmittelchen herstellen? Das war selbst besser. Oh, Mist. Cappuccino ist so lange her. Nein. Müssen wir mit Schlange nochmal reden? Eigentlich nicht, ne? Der will nur noch sein Necronomicon haben. Nachdem man das letzte Mal ein Hühnchen beschworen hatte, muss ich auch sagen, ist er irgendwie meinem Ansehen auch ein bisschen gesunken. Also. Ja, es kommen auch bald wieder neue Karten raus. Weiß ich auch. Neues Set. Sehr wichtig, dass ich sowas weiß. Und ich bin tatsächlich auf das Videospiel gespannt. Also man hat bisher noch nicht wirklich was gesehen, außer ein paar theatralische Trailer, sind das sowas? Cinematic Trailer, so, ja. Hm? Theatralische. Oh, ich fühle mich so schwach. Hm, ja, theatralisch. Hm. Und du feuerst hier, was du kannst. So. Das läuft. Das läuft hoffentlich in die richtige Richtung. Ich werde mal, weil ich es kann, ein bisschen Stahlbarren noch herstellen. Den Kohl. Brauche ihn ja eigentlich nicht, aber ich habe ihn. Wir sollten mal Zwiebeln draus machen. Wir brauchen ja schließlich noch einen Burger. Die uns aber irgendwie noch fehlen. Also müssen wir da auch nochmal gucken. Da, wir haben zwei silberne. Bin ich nicht so zufrieden mit. Was will ich jetzt eigentlich mit dem blöden giftigen Pilz? Nein, ich habe einen Punkt liegen gelassen. Kleiner Punkt, komm her. Ich laufe noch mal weg. Ja, die Kiste ist übrigens auch neu, die. Dass ich mir meine Samen mal separat von dem ganzen anderen Gedöns angucken kann. Wieder kein Durchblick. Ordnung ist das halbe Leben. Ja. Ordnung ist mein drittes Leben. Das Rest ist Spielen und Programmieren, glaube ich. Oh, hier hat noch jemand Holz liegen gelassen. Diese Raudis immer. Gärtnerei. Du hast kein Problem damit, die Hände schmutzig. Ich weiß nicht, was der Pirk gerade alles aussagt. Man kann nicht alles lesen. Kann ich vielleicht. Mist. Lerne ich das einfach? Dann kann ich's. Oh, hier wollten wir noch hin. Plop, Weinerzeugung. Ganz wichtig. Das ist erstmal nicht so wichtig, aber. Was machen wir noch? Wir sollten vielleicht noch was für die Kirche. Hier. Das mit dem Glauben. Räuchergefäße können wir herstellen. Buntglasfenster und Weihrauch. Mist. Ich wollte auch noch Steine machen. Ah, nein. Das ist Marmor, das sind Steinskulpturen. Die Sachen würde ich gerne als nächstes noch mit angehen. Aber wo ich auch nochmal nachgucken wollte, waren die Sachen hier. Blumenbeetchen. Mit ein bisschen Stein, den orangenen Blumen, kann man nämlich die Dinger dazwischen machen. Wir hätten das Grab da so falsch hingesetzt. War ich das? Oder war das vorher schon da? Bestimmt ich. Mist. Können wir auch mal umsetzen, finde ich. Ah, kostet erstmal Geld. Will ich erstmal sein lassen. Ah, nicht nach unten. Ah, dummes Ding.
So, den Kohl könnten wir vielleicht versuchen noch zu verkaufen. Boah, das ganze Holz hier, wer hat das hier hingelegt? Ich werde das jetzt komplett verarbeiten, so. Sollen Sie mal sehen, was Sie davon haben. Für den Baumstämme. Brauchen wir eben jetzt genug noch. Bestimmt, also wenn ich sie nicht verbrenne, dann mal gucken. Ruf da. Passt schon nicht mehr drauf, ne? Doch. Perfekt. Ha, so. Dann. Krummel, krummel, krummel. Steine. Hat er schon. Ganz kurz im Überlegen gewesen, ob er überhaupt schon mal hier beim Schleppen ist, aber ja. Was soll er sonst machen? Wer ist das jetzt wieder gewesen? Ach ja, unser Kumpelfreund. Die wachen Hexenhügel. Aber haben wir nicht schon gesagt, dass wir uns darum kümmern? Bin ich gerade komisch. Ich glaube, wir müssen noch mit den Wachen direkt reden. Wo er gerade da ist, nicht, dass wir dreimal hin und her laufen. Aber die werden bestimmt nicht einfach gehen. Die wollen was dafür. Garantiert. Ist auch egal. Bis wir zum richtigen fetten Weinbusiness kommen, wird es eh eine ganze Weile dauern. Wenn das überhaupt. Ja, das muss eigentlich sein. Eigentlich will ich in das Zwiebelbusiness steigen. Da will ich rein. So, könnt ihr jetzt mal hier ein bisschen woanders hingehen? Wieso wollen die nicht weggehen? Läuft so nicht. Okay, er will erst seinen blöden Wein. Na gut. Wenn es denn sein muss. Psst. Punkte. Keine Energie. Ah, die Punkte. Astrologe könnte uns Punkte verkaufen, aber es kostet Geld. Wir brauchen mehr Leichen. Ich finde, wir brauchen mehr Leichen. Ja, eindeutig. Die lösen viele Probleme. Viele, viele, viele. Oh, da kommen sie wieder alle. Haben auch keine Probleme mehr. Das ist. Außer wenn ich sie, ne, zu meinen Untergebenen jetzt eigentlich noch machen möchte, dann, ja, nun. Wenn sie dann nicht arbeiten wollen vernünftig, dann gibt es Ärger. Dann kommen die hier nach unten in den Keller, wo sie Kisten schleppen dürfen. Die Bösen. Ja, Gary! Bleib mir verbleiben! Ich beiß dir in den Hintern! Du gehörst jetzt zur Inquisition, oder? Nein, nein, ich unterstütze die nicht. Ich versuche nur nach Hause zu kommen. Ja, klingt ehrlich. Ha, gut zu hören. Ich mag die nicht. Aber wenn mich jemand in 1000 Jahren ausgräbt, wird es immer noch Typen geben, die andere Typen im Namen des Guten umbringen. Oder es wird Typen wie dich geben. Ha, die unterstütze ich nicht, bla bla bla. Ha, na, da hast du vermutlich recht. Ja, wo er recht hat, muss ich mal lassen. 4 Bretter und 4 Komplexe brauchen wir noch dafür. Ah, hat ganz vergessen zu bauen. So. Was muss aus so einer Leiche raus? Blut? Fett? Was war das nächste? Die Innereien? Das Gehirn? Bin mir nicht sicher. Versuchen es mal damit. Habe ich das schon mal versucht? Versuchen wir es nochmal. Ah, shit. Ah, oh, Ärztefusch. Okay, das ist eindeutiger Fall für Zombie-Untergebene. Herz oder Innereien? Ja, das, ja. Jetzt wird's Untergebene. Egal. Haben wir noch was? Nee. Nee, nee, nee. Alles selber machen hier, oder was? Ah, so ein Mist aber auch.
erlaubt. Aber naja, wir stellen jetzt momentan wieder so schön nebenbei noch die ganzen Barren her. Das ist dann immer kein Problem. Hier hinter was hinzubauen. Ja, so. Ihr könnt nochmal eine Runde jagen gehen. Ich meine, da lief ja vorhin ausgezeichnet. Also warum sollte denn irgendwas schief gehen? Warum sollte denn? Nein, nicht. Ah, Beten ist auch bald wieder dran. Na, komm mal mit. Ah, Mist, 10 glaube ich. Ich wusste, es war noch irgendwas. Dreckig. Richtig dreckig. Lassen wir den hier liegen und der vergammelt dann so in der Zeit und verbrennen wir ihn jetzt einfach. Ah, gut. Wird nochmal ein bisschen ausgenommen. Das reicht auch nicht. Na, Mist. Ich habe noch keine Knöpfe hier. Oh, ich glaube, so viele Punkte hast du gar nicht, Anna. Du musst mal gucken. Mach mal Ausrufezeichen, Rubine. Das ist nämlich meine interne Währung, nenne ich es mal. Aber ich glaube, bei 100 dürftest du schon sein. Ja, 92. Super. Ich würde auch nicht alles verwetten. Vielleicht hat man nicht so viel Glück. Wieder auseinanderschreiben. Es ist immer irgendwas. Aber wenn du dich verschreibst, ist es ein gutes Omen. Ich sag's nur mal so, ne? Das hat bisher immer super funktioniert dadurch. Feini. Achso, hier können wir gleich noch die Steine fertig machen. Ah, huf. Ja, der Astrologe ist gerade egal. Ich glaube, ich werde erstmal keine Bücher kaufen von ihm für Punkte. Das bringt's nicht. Was wollte ich noch? Achso, das kann ich schon. Doch, doch, nee, jetzt richtig. Wir wollen mal noch reingucken. Ha, ich wusste es doch. Geschichte und Glaube. So, so macht man das. Was? Eine Überweisung? Wofür denn? Meinst du, du willst deine Rubine mal scheren? Das Problem ist, glaube ich, dass das im Bot einfach nicht geht. Das müsste ich dann per Hand wieder machen. Muss ich ja noch was tun. Woran renne ich denn eigentlich? Ich wollte schon wieder Sachen wegpacken. Muss ich doch. Ja, doch eigentlich schon. Das ist so voll hier. Schleppe ich immer alles mit mir rum. Das bleibt hier, das bleibt hier. Kartoffeltier. Daraus können wir leider nichts zu essen herstellen. Oh, halt, wartet hier die. Das kommt noch runter in den Keller, dann haben wir das weg. Ja, ne. Sie nimmt ja teil, ne? Immerhin, man muss sich ja irgendwie hochklamüsern. Und hier nochmal die Organe rein. Mensch. Ja, irgendwie hat es wieder nicht geschafft. Ah, beim ersten Versuch. Tut mir leid. Beim nächsten Mal bestimmt wieder. Für die Haut doch mit. La 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 la. Ich noch dabei. Ja, sehr gut. Ja. Guck mal, kriegst du dafür einen Keks? Also, besser kann es gar nicht laufen. Oh, hier haben wir auch noch was gesammelt. Naja. Flop. Das war es schon. Hatte ich nicht gerade mehr dabei? Zwiebeln. Mir. Achso, ja. Ich hatte 20, ne? Wer rechnet, kann es klar im Vorteil. Brenn, du Luder. Nee. Doch. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was man damit machen will, mit dem ganzen Salz. Mit der Asche konnte man, glaube ich, noch Dünger herstellen. Das kommt auch noch irgendwie wann wo. Guck mal da oben. Aus dem Herz wurde
Der Lebensextrakt. Okay, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir wollten. Dann haben wir immer noch die Frage, aus was wir das giftigen Extrakt herstellen können. Achso, dann gehört die gar nicht rein. Ah, Mensch. Du kannst hier rein. Vielleicht ja doch aus den Pilzen. Muss ich die nur noch erlernen? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt noch? Ich würde mich eigentlich um dieses Blumenbeete kümmern. Torferde habe ich dabei. Steine habe ich jetzt dabei. Und halt die Blumen noch pflücken. Dann können wir schon ein bisschen. Die Kekse kannst du. Das ist einfach so, ne? Jemand hat dir Kekse gegeben und sowas. Mit den Rubinen kannst du so ein paar Commands einfach ausführen. Ich glaube, ich hatte irgendwo unterm im Kanal auch ein paar, auch irgendwie entweder ein Dokument verlinkt oder irgendwas, wo auch mal alles drin stand, was ich habe. Ich habe gerade keinen Überblick. Also ein paar Sachen gab es da zum Beispiel, die man nur mit den Rubinen machen konnte, und generell gibt es einfach nur eine Tabelle, wo man sehen kann, wer halt am meisten Rubine hat, und das ist ja im Grunde so ein Zeichen, wer am meisten zugeschaut hat, einfach um euch dann so ein bisschen zu ehren. Persönliche Hotlisten, ich will das nicht. Ach, komm. So, wo gibt es jetzt noch Blumen? Die Blumengrub. Strand? Am Strand bestimmt nicht. Nee, hier war nichts. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Ach, guck mal. Haha. Komm hier. Jetzt aber. Ach, und hier oben vielleicht im Wald, wo ich jetzt schon mal hier bin. Ah, hier. Bei dem Bienchen, natürlich. Oh, konnte ich das nur vergessen. Die anderen Blumen sind nicht gut genug für die Gräber. Oh, hier gibt es ja wirklich alles, was ich brauche. Die Ausdauer, ja doch, das reicht noch. Dass die Motten nicht liegen. Kriege ich die Motten, ey. Was machen wir jetzt noch? Ich muss mir irgendwie mal wieder irgendwie einen kleinen Plan zurechtlegen. Wer jetzt was will eigentlich? Ich glaube, im Grunde wollen wir ja jetzt die Weinherstellung langsam mal angehen. Das heißt, was anpflanzen? Aber womit, ist die Frage. Wir sind erfrischt. Ach ja, genau, dieses Gewürzmittel noch herstellen als Heilung. Ich hätte mir gleich mal die Rezepte raussuchen sollen. Ich freue es gerade ein bisschen. Ungläubiger hier? Nein, na gut. So. Halt, wartet mal, vielleicht können wir das schon selbst herstellen. Hier, genau, so ein ehrliches Gebet. Wir bräuchten halt nur dafür 5 Glaube. Dann hier eigentlich so ein Kapitel. Notizen aus Notizen. Ja, dafür brauchen wir ja Tinte. Okay. Ich sehe. Wir haben sogar schon gute Geschichten. Also wenn, dann will ich wirklich so ein gutes Kapitel herstellen, dass es halt wirklich auch gute Chancen hat einfach. Na gut, dann müssen wir nochmal normal beten, haben wir noch dabei. Das ist wichtig, weil dann gleich mehr Glaube, alles erledigt quasi. Ah, ich würde mal wieder gerne ein paar Worte sagen. Ihr kennt sie vielleicht schon, aber naja, wie soll ich es anders betonen? Unsere Kirche ist klasse. Ach ja, schön. Hm. Und jetzt lass uns doch einfach mal beten. Oh, 4 im Voraus. 5! Ja, dann komm jetzt hier, komm. Oh, sind wieder noch nur 7 am Ende. Ich dachte schon, ein bisschen mehr. Die Leute sind ja begeistert. Guck mal, wie sie tanzen, während sie nach draußen gehen. Na gut. Ah, Mist, ey. Jetzt ist der Astrologe wieder eine Woche lang nicht da.
Also 5 auf Reserve lassen. Das heißt, 3 könnte ich jetzt erstmal veräumeln. Frage, wofür? Was wollen wir erkunden? Das kostet auch gleich 3. Ja, guten Tag. Gut, dann wäre das geklärt. Vor allem Flüssigkeit, aber das ist nur dieses Breitling. Das ist mal das Falsche. Nicht das, was wir brauchen. Ah. Okay, ja, dann keine Ahnung. Ich wusste noch, dass als ich noch beim bei dem Astrologen stand, habe ich wirklich überlegt, noch eine Flasche mitzunehmen. Ein bisschen Tinte, ein bisschen Feder. Ich überlege gerade, ob man das. Man kann es irgendwie selbst herstellen, aber ich weiß gerade nicht, wo man die Tinte herbekommt. Tinte. Wisst, warum nur hier unten und nicht da oben? Das ist. Warum ist das. Das ist festgesetzt? Wo das hinkommt? Okay. Ich finde schön, dass es auf einmal pinke Blumen sind. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte daraus immer so ein, naja, wie soll ich sagen, das mal als Zwischendings genommen gehabt. Habe ich noch? Habe ich noch? Kann ich noch? Ah, dahin. Das war's. Ja, perfekt. Schön. Guck mal hier, 47 auf einmal. Hey, nice. Ach ja. Okay, ich glaube, ich muss eine ganz kurze Pause einlegen. Die Leiche ist weg, ne? Ich lasse euch, glaube ich, wie immer die Musik hier ein bisschen dudeln und bin dann gleich wieder da, ne?
So, da bin ich wieder. Und ich bin irritiert, weil meine Webcam die ganze Zeit angeblich an ist. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht funktioniert es, wenn ich das noch wegmache? Hallo? Nein? Nicht so. Moment. Was hat er übernommen? Was hat er nicht übernommen? Ich traue dem gerade nicht. Was macht er da? Kann gleich wieder kurz weg sein. So, dich, okay. Naja, wer weiß. Es macht einen total stutzig, ne? Wenn man irgendwie so im Grunde... Die Webcam ist nicht an, aber wieso leuchtet sie dann? Wer oder was hat seine Finger im Spiel und... Naja. Danke fürs, ne? Oh Gott. Okay, also. Wir müssen gucken, welches Mittelchen das richtige Mittelchen ist. Also was muss ein Destillator, um giftiges Extrakt herauszuholen, wenn es nicht mal die Pilze sind? Ich hab's auf die Pilze getippt. Ach ja, und wir bräuchten Sand. Wie viel Sand? Eins pro, also vier Einheiten Sand. Okay. Mach mal das Buch noch weg. Oder die Bücher, also dann ja, mehr Zeit. Ja, und ich vermute mal, wir werden einfach mal in Dungeon gehen. Deswegen hole ich mir noch den Cool. Und da dann hoffen, dass wir ein paar von den Zwiebelsamen finden und vielleicht sogar Weintrauben. Ich weiß, ich bin verrückt nach Zwiebeln, aber das hat seine Gründe. Die können wir essen, die können wir essen. Ja, wir haben bisher noch nichts. Wenn das mal nicht zu viel ist. Mal abwarten. Guckst du, wie Ausdauer brauchen wir gar nicht. Kann man die nicht irgendwie mal stückeln oder so? So. Blub, 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 blub. Gibt ja auch, ich würde schon sagen, Erfahrungspunkte. Ja, aber halt ein paar Materialien bekommen wir raus. Wichtig ist halt... okay, dann so. Darauf zu achten, dass wir auf jeden Fall den Platz erstmal mit reinnehmen. Das kann man essen, kann man essen, kann man essen. Das kommt gleich rein. Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Ich durfte jetzt ewig hin und her rätseln. Genau, dass wir darauf achten, dass wir an so einem Tag wie diesem hier einfach rauskommen und noch was erledigen müssen. Beziehungsweise beim Astrologen nochmal Tinte kaufen. Der Rest ist gerade alles egal. Ah, außer halt der Händler. Yves, wenn du mal nachgucken würdest, wie man dieses giftige Extrakt, das ist also so ein langes rotes... Was ist denn das? So ein Ding halt. Geht wieder, Ding. Gut, die andere Richtung müssen wir auch nochmal gehen. Wir waren hier schon mal drinnen, ne? In der Etage. Ah, hier, meine ganzen Freunde. Aua! Ah, hier ist, hat sich noch einer versteckt. Guckt euch das mal an hier. So, das Ding ist leer. Und war das Gewürzpulver irgendwie sowas für den Händler? So viele Abzweigungen. Ich ignoriere die mal auf der rechten Seite noch ein bisschen. Ah, da ist noch einer. Ja, ich bin gleich tot. Super. Heilt irgendwas? Nee, natürlich nicht. Schön. Hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. Rübensamen. Nicht das, was ich wollte. Nicht mal eine Etage richtig geschafft hier. Die Säure wollte ich herstellen.
Die Säure und was hat noch gefehlt? Gewürzzeugs. Für den Händler, aber ich glaube, da kann man über den Händler mal über die Quest gucken. Es lohnt sich total, dass ich meine Energie auffülle, wenn ich eklig umfalle wieder. Ich sehe es schon kommen. Oh, da guckt sie euch an, wie sie hier ihre Assassinen auf mich hetzen. Plotsch. Ah, die blöden Schneefliegen. Ah. Ist sie denn eine Fledermaus? Ach, gerade so noch erwischt. Oh Gott, da ist ja wieder einer. Ich hätte nur nicht, dass die anderen mir noch dazwischen kommen. Oh, richtig taktisch hier. Chaosbruder, Gesundheitsbruder. So. Wir schaffen es nicht mehr in die nächste Etage. Das wird nichts. Guck diese Schleimis an. Nichts getan. Nein, 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 nein. Ah! Du auch schon wieder. Na, komm mal mit. Plotsch. Na, alle auf einmal. Ah! Nein! Der von der Seite. Oh Mann. Du bist tot. Ja, war klar. Man, so kurz davor, ne? Hätte ich noch irgendwo Heiltränke? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Sandwiches? Nee. Das können wir mal vorbereiten. Ich muss mich auch um was kümmern hier. Oh, danke. Ja genau, aber ich weiß halt nicht, woraus ich dieses giftige Extrakt herstellen kann. Das ist mein Problem. Ich muss, also es muss irgendwas geben, woraus ich das halt extrahieren kann. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe so oft die giftigen Pilze getippt, aber es hat nicht funktioniert. Ach, nicht genug. Ach komm schon. Wo? Brennstoff haben wir. Da. Mich ja wieder schlafen, was soll's? Zwiebeln! So einfach kann es gehen. Ah, ich dachte, Zwiebeln sind wichtig. Für den orangenen Schleim sind wir gleich noch zu weit oben. Da war eine Leiche. Kümmern wir uns erstmal um die. Ah, schon, wir haben auch gar keinen Platz dafür mehr. Gut, dass ich alles so vollgespissen habe mit Sachen. Ah ja. Ein bisschen können wir hier lassen, glaube ich. Nein, jetzt sind wieder die Taschen voll. Ach, was soll's. Einfach rein damit. Einfach rein. Nein, ich sag ja, ich brauche Zwiebelsamen. Ich habe auch nicht mal genug, um irgendwas davon anzupflanzen. Dann guck mal nach, was wir für den Heiltrank brauchen, dass wir vielleicht da welche herstellen, dass wir ein bisschen länger im Dungeon sind. Ich nicht jedes Mal wieder rausfliege. Das war ganz gut wegen dem hier gerade. Ich brauche hier mein Wiki. Mein Eve-Wiki. Werke, 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 Werke. Hat mal funktioniert. Jetzt das Fett. Ferkel, 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 Ferkel. Sehr schön. Und vielleicht das Herz? Hm. Ah, wieder ruiniert. Mann, oh. Gut, dann kann der Rest auch raus und das Ding wird wieder verbrannt. So wie immer. Ey, nichts kann sie hier. Oder er. Es ist ja, ne, ich bin gar nicht schuld daran. Es ist, denn wenn es irgendwie drauf ankommt, ne, verkackt er einfach. Weil ich glaube, vielleicht entferne ich das nächste Mal nur Blut und das Fett, weil der eine rote Schädel ist eigentlich im Grunde auch egal. Ja. Ich will wieder Taschen lernen.
Lebenspuder, Gesundheitslösung. Ja, irgendwie, ne? Mal gucken, was wir haben. Ach Mist, das ist auch wieder an dem... Ah, an dem Zweiertisch, den müssen wir uns auch noch bauen. Warte, ich schreib's mir das direkt mal auf, bevor ich es wieder vergesse. Das sind ja die wichtigen Sachen. Nein, du nicht. Du. Ja, genau, die erste Stufe, das habe ich mir gedacht. Das war, jetzt ist ja nur so ein Zweierding. Schreibst du richtig? Ja. Sieht komisch aus. Kann man auch noch lesen? Beziehungsweise dann das andere halt. Nee, das... Gesund Puder. Chaos-Lösung. So. Chaos-Lösung. Blub. Irgendwann werden wir das schon irgendwie mal... Ja gut, vorbei. Ich immer, wir wissen, worin es doch fällt, aber... Ich geh mal kurz gucken, was wir haben. Die Chaos-Lösung haben wir gerade eine. Puder haben wir. Das Lebenspuder und oder Gesundheitslösung. Ich glaube, daraus kann man Gesundheitslösung herstellen. Todes. Lebenspuder haben wir hier noch. Ja. Achso, die verdammt, was ist denn? Wir brauchen noch erstmal die Gewürzmischung für den Händler, bevor ich hier irgendwas davon verballer. Ganz kurz mal. Ordnungslösung. Giftige Lösung. Hallo. Die mobben mich. Muss auch mal ein bisschen rumprobieren. Chaospuder. Verdammt. Lebenspuder, ne? Weißer Staub. Hm, wunderbar. Ich glaube, daraus kann man noch irgendwas anderes herstellen. Ach, das ist das Lebensbuch. Das brauchen wir, glaube ich, später nämlich nochmal. Deswegen habe ich auch die ganzen doch aufgehoben hier. Aus dem Organ können wir auch nichts. Das wird auch nur daran... Lebenslösung. Aber nun, wir haben ein bisschen rumprobiert. Ist jetzt nicht so, dass wir die Sachen nicht brauchen. Ich pack sie erstmal weg. Ah, schwierig. Das Fleisch nehmen wir mit hoch. Das gute Herz. Habe ich das Blut gesammelt? Ich glaube auch irgendwie oben. Hm, keine Ahnung. Hier, ein bisschen. Ich muss die Sache mal trennen. Ich glaube, die ganzen inneren Geschichten kommen jetzt auch mit zu den Büchern. Das wollte ich eigentlich nur noch untersuchen. Oh, ich habe wieder, wie immer, das ist mit Fleisch, vergessen, das hier zu untersuchen. Und beim Sand runter. Irgendwas ist doch immer. Halt, wartet mal. Auf Gras? Ich glaube, das war noch wichtig. Haben wir es noch? Ja, wir haben sowieso noch was dabei zum... Gesundheitslösung. Ah! Das und das Lebenspuder, ne? Das hier. Wusste es aus. Schluck auf Gras war noch wichtig. Das ist es nämlich. Das ist die Lösung. Ha! Da geht dann wieder die Energie aus und wir brauchen noch Moment, den anderen Tisch. Den hatte ich schon mal vorbereitet gehabt, aber ich glaube, den habe ich am Ende nie gebaut. Ja, können wir nur noch. Können wir mal noch machen. Ah, mein Fleisch.
fleischiges Fleisch. Ach ja, da war was. Schlafen. Ich dachte ja echt, dass wir uns irgendwie mal um den Friedhof kümmern. Aber nein. Wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen Wein. Das ist... Ah. Das ist die Essenz quasi hier. Von dem Spiel. Aber ich freue mich gerade, dass wir schon mal so viele Sachen hiervon vorbereitet haben, quasi. So, das macht das. Dann war es das jetzt. 6 Holzplanken, komplexe Eisen. Haben wir alles gerade nicht drin. Hiervon 2. Das raufen wir auch schon wieder alles durcheinander hier, Mensch. Sechs. Sechs sind ein wenig zu viel für 3. Das geht jetzt mal so schön leicht von der Hand hier. Drei. Ah. Ah, immer alles hier Material fressen. Ausdauer. Ach, Gott. Das. 6, 3, an. Das wird wieder nicht reichen. Hm. Dann hat er mit dem Holz arbeiten, was soll's. Zumindest sammeln wir gerade wieder schön rote Punkte, die dann wieder sehr schnell ausgegeben sind. Das haben wir noch fertig bekommen. Gerade nicht schlafen gehen. Bin noch nicht müde, nein. Hm. Der gute Frosch. Die Sachen kann ich auch erstmal mit dem Keller kommen. Irgendwann kommt ja Mensch, dieses Symbol wieder mit dem, ah, du bist müde, du willst schlafen. Aber nicht heute. Da, der kleine Tisch. Stellen wir den hier mit hoch. Damit es sich lohnt, mal durch den ganzen Keller zu latschen. Ah, meine Güte. Aber ich glaube, dass die ganze linke Hälfte, die man hier hat, die ist irgendwie komplett neu dazugekommen. Also ich glaube, das ging vorher nur bis zur Hälfte. Also ich glaube, bis hierhin und keinen Schritt weiter. So ungefähr war das. So, erstmal noch ein bisschen hier werkeln. Oh, die Sachen kann man alle noch ein bisschen untersuchen, hier die guten. Jetzt ist nur die Frage, vielleicht. Ah, hier können wir gewürzen. Salz und davon. Okay, dann. Ach nein, der Tag ist ja gerade vorbei, oder? Mit dem Händler. Bedüms. So schnell kann's gehen. Das sieht gleich aus. Die Gewürze sehen genauso aus wie, wie das Lebenspuder. Hm. Sehr interessant. Ja, das können wir jetzt mal regelmäßig in Massen herstellen. Jawollo. Schön. Ja, ich überlege gerade, ob wir gleich wieder ein paar... Das war das Puder, ne? Das macht vielleicht so ein Todespuder oder sowas? Ich glaube, wir brauchen das später auch nochmal für irgendwas anderes, das Lebenspuder. Will mich eigentlich auch nicht alles verballern, aber... Herstellen kann man schon mal. Yay. Gewürze, super, voll toll.
das. Der Inquisitor, der wollte seinen Wein. Ja, ich. Holy! Manchmal habe ich Angst, dass die Bude mir irgendwann kommt, zusammenfällt. So, wir haben jetzt Tränke. Wir werden uns ein bisschen. Was? Achso, hier. Ja, ich werde hingesetzt. Irgendwas? Nee. Was? Die Maus, ey. Pick. Belästigung hier. Im Arbeitsplatz. Das Bruder kommt dann wieder rein, dass wir es auch hoffentlich nicht vergessen. Ich will es auch nicht mit den anderen Sachen aus Versehen vermischen. Wie cool da reingepackt. Mensch. Chaos regiert diese Welt, offensichtlich. So, Gewürze für schlechte Zeiten. Und schlafen. Bevor, so können wir nicht in einen Dungeon gehen. Nein, das geht so nicht. Aber vielleicht kriegen wir auch eher den orangenen Schleim, bevor wir uns an die Zwiebeln machen können. So, darf ich jetzt wieder gehen? Halt, wartet mal, bevor wir noch... Das würde ich mit runternehmen und... Wenn wir es noch haben sollten. Sand? Nein, haben wir nicht. Mann. Ach, die ist ja nur ein Punkt. Ein kleiner, süßer, roter Punkt. Dachte irgendwie, dass wir noch was in Sand oben hätten. Also das nächste ist dann wieder der Astrologe, der uns dann was verkaufen muss. Das ist wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Das kommt irgendwann mal noch. Ach, die Heizkette wollte sie haben. Noch nicht das Parfüm, das kommt ja später. Das Geräusch. Das war jetzt der richtige Weg. Hier lag oder das andere? Ich glaube, das waren noch so zwei von den Schleimis waren noch am Leben. Ah gut, ich wollte gerade gucken, ob die Sachen kaputt gehen können, aber nee. Die haben kein Ablaufsdatum. Das ist gut. Ich muss mal ab und zu das Schwert. Oh! Mehr Fliegen als Schleim. Naja. Etage 5. Nehmen jetzt mit die Plauen schon. Ich schlag einfach nur darauf zu. Ach, ein Heil dran. Guck mal einer. So schnell kann es gehen. Na dann kommt doch. Na. Nein! Oh Gott, ich habe gar nicht gesehen, dass die noch da ist. Aber ich glaube, da war noch nie irgendwo was drin. Ist doch schon ein bisschen fies, finde ich. Dann sind die Dinger ja da hinstellen, könnten sie eigentlich auch mal. Oder das ist für mich gedacht, wenn ich so viele Sachen finde, dass ich die da lassen könnte. Und dann würde ich wiederkommen und kann mir Sachen rausnehmen. Wer weiß. Hi. Da? Na, oh. So einer. Ah, vorher tot. So macht man das. Profi-Play hier eindeutig.
so nach unten und nach oben. Ha. Das ist, wo der richtige Weg sein wird. Das ist eine Lootkiste. Einmal mit Blut. Ja, den hätte man auch finden können, ne? Hm. Ja, ja, so ist das halt. Ach, wer will denn jetzt zuerst? Aber zwei will ich mich auch nicht anlegen. Nein! Oh! So ein Mistkerl, ey. Ah. Mann, oh. Esse ich halt bei Kohl so. Wir müssen nochmal nach unten gehen. Bestimmt sind da noch ein paar Monster zu erledigen. Na, ein bisschen, ne? Oh. Und wir haben eine kleine Ader gefunden. Oh Gott. Jetzt ging es aber ab mit den Zeichen hier. Oh. Naja, im Grunde kann der Eimer... Kann der weg? Ich weiß es nicht. Was könnten wir eher verzichten? Im Grunde das Einfache. Ach, Schüsseln. Hm. Ja, Schüsseln halt, ne? Warum habe ich wieder eigentlich alle mitgenommen? Das war ein bisschen dämlich. Auf so. Ah, wir könnten ja auch kurz rausgehen und noch ein bisschen was in die Kiste stecken. Ah. Vor allem, wenn wir jetzt wirklich mal noch ein paar Samen finden sollten, dann wäre das sehr ungünstig. Die kommen dann wieder nicht mit. Ja, gute Frage, ne? Wohin damit? Mal ein bisschen noch. So. Ja. Hm, ja. Hm, 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 hm. Den Eimer. Heiltränke nehme ich wieder mit. Erst immer wieder finden und dann wieder stecken und dann ist es wieder egal. Nach der nächsten Etage kommen wir wieder her, um uns wieder den Kohl in die Tasche zu stecken. Ich sehe es schon kommen. Wir müssen halt irgendwie ein bisschen die Zeit rumkriegen. Ja klar, wir könnten arbeiten und dann wieder... Oh ja. Und dann halt wieder zu schlafen, aber... Ich auch nicht mehr so ein Fan von. Weil wir eigentlich nicht gerade so viele Sachen bräuchten. Hm, wieder ein Heiltrank. So, rechts ist noch ein Weg. Oh, Goldader. Erst mal ganz entspannt hier hämmern. Plopp. Na, kommst du? Ah, da ist noch einer. Boah, das war... Kann man sich schön snacken lassen hier. Hm, schrottiger Schrott. Hier haben wir noch Platz. Oh Gott. Ich
Ich will nicht noch die Fledermaus dazu haben. Nein, 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 nein. Der hier reicht mir schon. Bestimmt war das da unten nur ein kleiner Raum und hier oben geht es gerade richtig weiter. Ja. Nee, oben so. Ah, Mist. Ah, Mist, Kerl. Mistiger Kerl, echt. Bin der mich immer am Arm? Das will ich gar nicht. Ich stehe doch nicht so auf Umarmungen. Wieder ein Platz frei. So, wer will jetzt hier? Wer hat noch nicht? Wow, 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 hey, mach mal hier mal jemanden Samen hier kaputt. Knapp. Das ist total gut, dass wir ein bisschen Fledermausflügel farmen. Was haben wir denn schon wieder zu viel dabei? Oh, wir haben einmal Zwiebelsamen gefunden. Sehr schön. Aber schönes dunkles Puder. Was wir vielleicht auch nie brauchen werden, wer weiß. Aber das ist alles Bekanntes. Ich schmeiß mal die Nägel weg. Das haben wir auch schon beendet. Naja. Rechts ist doch ein Weg. Vielleicht sogar der richtige. Ah, ein Gottchen. Ah. Wenn sie sich mal irgendwie gegenseitig töten könnten. So viel Glück habe ich natürlich wieder nicht. Hammer, Hammer, Hammer Time. Nein, das sind definitiv Zwiebelsamen. Die Frage ist, was nehme ich jetzt auf, wenn ich das Ding zerstöre hier? Also irgendwas wegschmeiße. Ich weiß nicht, was wichtig ist. Ich glaube, ich hau mal das weg. Ach, Zwiebelsamen. Immerhin. Kohlensamen, Schüsseln, lass mal liegen. Müssen wir schon wieder auspacken gehen bei der nächsten Etage. Also so schnell kommt man halt echt nicht durch. Falsche Richtung. Na komm noch. Die machen wir noch kaputt. Noch ein Heiltrank. Na immerhin. Also ne, das geht einem nicht aus zumindest. Das ist schön. Viel Erfolg beim Jagen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt irgendwas wieder rausschmeiße. Ich will keine dreckigen braunen Zwiebeln. Lieber das giftige Puder wieder mit. Hatten wir das nicht schon in der Tasche? Ach Gott, wir sind 7 angekommen. Schön. Nicht verkehrt auf jeden Fall. Ah ja, ja, schafft er schon, sehr mutig. Können wir noch was hier lassen? Mitnehmen? Nee, doch. Nee, hier oben. Ah ja, dieses ganze Chemiezeug. Eigentlich ist es ganz cool, aber ich habe es nie wirklich viel benutzt, glaube ich. Achso, das müssen wir noch untersuchen. Bleibt das hier? Achso, hier ist... Naja, egal. Ich nehme mein Kohl wieder mit und ich lasse aber dafür den Heiltrank hier. Oh, ja. Heute ist echt ein bisschen stocken, muss ich sagen. Am Anfang lief es ja ganz gut, ne? Ich habe ja einige Sachen vorbereitet gehabt, aber... Hat
irgendwie so ein bisschen Rumdümpelphase. Da, Schrott, das Ding. Die Erze habe ich noch hier reingeschmissen. Oh je, das denken sie auch schon wieder gut. Was kann man denn immer noch irgendwie wegmachen? Hm. Weiß ich gar nicht. Mit der Zwiebelphase war das jetzt irgendwie nicht so berauschend. Gut, werden wir vermutlich kaufen müssen, wenn das denn möglich ist. Aber viel handeln mit dem Händler können wir ja noch nicht. Hier ist so ein kleiner Stinkerich, also mal gucken. Das geht ja noch gar nicht. Flop. Oh, er frischt, er frischt. Ach, gewinnen. Im Grunde kriegst du nur ein paar Rubine dafür. Also wenn es gut geht für dich. Und du setzt halt ein paar ein, die du vielleicht schon hast. Und damit kannst du dann mir auf den Sack gehen mit den Rubinen oder den anderen Leuten was Gutes tun, je nachdem. Also ich glaube, Amon kostet irgendwie was und so ein paar Commands halt. Aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt gehen die Leute wieder in den Wald. Eve und Links haben es geschafft, Mensch. Also Chris hat sich auf jeden Fall schon mal geopfert. Yes. Lauf, 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 lauf. Ach Mist. Ich hab den Kohl aus. Ne, ich hab den noch. Den können wir vielleicht mal versuchen zu verkaufen noch. Der Bauer hat wieder Geld. Denn er hat keine Frau. Ich find's gut. Ja, da profitiert jemand davon. Ach genau, die Säure wollten wir noch herstellen aus dem orangen Schleim. Dafür brauchen wir die Zwiebeln. Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hm. Oh, wir könnten gleich zwei mitnehmen. Dann wird das erstmal erledigt. Und pleite. Na toll. Guck mal, wir waren nie unten hier gucken. Gibt's halt irgendwie auch so ein bisschen B-Zeug. Es hat einfach keine Bedeutung. Ja, wir können ein bisschen davon abluten, aber nicht von deren Gemüse. Es ist nie fertig. So. Ja, die Rubine sind halt die Währung, die ich original gemacht habe. Also das funktioniert mit meinem Bot. Und diese Kekskrümel hatte jetzt Twitch eingeführt gehabt, ganz neu. Und ja, da muss ich mir halt irgendwas ausdenken. Im Grunde kann man damit halt die Emotes freischalten und was ich halt noch so selber mir überlegt hatte. Aber ich darf ja nichts verkaufen oder irgendwas eigentlich. Also nichts, was nicht mit Twitch zu tun hat. Deswegen glaube ich, dass ein Subgeschenk völlig in der Regel ist. Also das sollte okay sein. Wer weiß. Ich finde die komisch. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich es einfach abschalte. Da kann man nichts falsch machen. So. Ach, der hat auch Zwiebelsamen. Wenn das so ist. Oh, bin ich ja morgen noch hier. Achso, er kann alles. Dafür nehmen wir uns mal die Silbernen mit. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Kürbisse. Für schlechte Zeiten. Jo. Mach mal so. Pat, 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 pat. Ich muss hier mal eben so lang klopfen. Silberne Zwiebel. Naja, wenn es denn sein muss. Torf. Und jetzt nicht den Kohl, sondern das. Torf ist richtig und wieder die Treeburn. Ah, ja. Der bleibt hier. Wir basteln uns jetzt ein schönes Glaubensding noch. Dass wir schön mal ein bisschen mehr aus den Leuten rauskriegen. Wir haben meine Untertanen noch ein bisschen und. Bis sie noch Sand schippeln können. Ha, na egal. Irgendwann, wenn ich es wieder nicht mehr vergessen werde.
So, wir machen jetzt erstmal Notizen. Eine golden. Zufallsgenerator. Arbeitstisch. Ach Mist. Ach Mist. Ich will nicht so ein Billo-Ding machen. Ich will gleich was Richtiges. Ja, mehr Glaube ist mehr Glauben. Wir machen erstmal ein kleines und wenn wir irgendwann so gut sind, dann können wir uns auch noch richtig Gutes machen. So, ja. Was? Auf den 17. September? Okay. Warum schieben jetzt immer alle die Projekte? Das ist lächerlich, wirklich. Ah, krass. Brauche ich ein Kapitel für, ne? Ja. Ich verstehe es nicht. Aber egal, ne? Ich wollte es, glaube ich, eh dieses Jahr vielleicht noch nicht holen, weil ich eigentlich genug zu tun gedacht gehabt zu haben hätte. Was. Aber nö. Nö. Wartet mal, die Erfolgschancen doch. Was? Was? Wenn man jetzt so eins macht. 30%. Ist das jetzt die Erfolgschance oder einfach nur die Qualität? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber hey, wir können jetzt Geschichten erfinden. Toll, dass wir das jetzt können. Manu! Da, und dafür brauchen wir auch wieder Glaube. Ich glaube es nicht. Ah, das ist das Eklige hier. Achso, ist ja noch gar nicht der nächste Tag. Naja. Also, ich meine, die ganzen Collectors-Boxen haben sie ja schon 10-mal verkauft. Was das für ein Handel ist damit? Also, die Dinger sind schon längst weg. Ich glaube, bei Steam irgendwie auch schon gefühlt meistverkauft im letzten Jahr dabei. Es ist noch nicht mal draußen. Und wir kommen zurück, Eve. Ach so, seht ihr mal, ich habe doch eigentlich noch was freigeschaltet. Für die guten Dinge in der Kirche. Habe ich die mir aufgeschrieben? Dass ich nicht gleich rüberrennen muss? Nein, natürlich nicht. Manu, so viel rede ich doch hier gar nicht mehr als in anderen Spielen. Überlegt, ob wir nochmal ein paar Kirchenständer hinstellen, dass noch mehr Leute kommen, so. Oder Buntglasfenster, genau, das wäre es eigentlich noch. So, Kerzenständer 2. Räuchergefäße. Oh Gott, da brauchen wir die goldenen Dinger dafür. Okay, gut, ja, ich habe mich verschätzt. Was soll's? Hm. Aber Wandleuchter geht erst, wenn man eine bessere Kirche hat. Was wollte der da draußen nochmal? Der wollte irgendwie eine Handelslizenz? Was wollte der sehen? Baugenehmigung, das war's. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr, viel mehr Geld. Na gut. Ja, ich glaube, Chris, dem geht's jetzt genauso wie mir mit Final Fantasy VII. Ich war ja auch wirklich. Dachte, mein Leben wäre zu Ende, aber. Ja, mittlerweile habe ich abgefunden, dass eher. Wie wenig Leute gekommen sind! Oh mein Gott. Oh, Mist. Kommt jetzt überhaupt mehr raus? Ich weiß es echt nicht. Oder ich verkacke halt voll, ne? Super. Das hat keinen Unterschied gemacht zu sonst. Es sind dann noch viel weniger Leute gekommen einfach. Ich glaube, ich habe mein Geld rausbekommen. Ja. Ja, schöner Geldbonus halt. Ich brauche dringend das gute Ding. Ah, dafür brauche ich eh die ganzen Sachen noch, um gute Geschichten schreiben zu können. Dieses Spiel. Ah, Manu. Die beiden Sachen.
Ja, gut. Das hilft ja alles nichts. Wir müssen unbedingt noch was mit dem Glauben kunden, dass wir noch erstmal weiterkommen. Ja, warum nicht? Wir haben es ja gerade mal. Schleimi. Der kann in viele Sachen zerfallen. Essenz und Flüssigkeiten. Können wir noch nicht irgendwas Blaues? Da, hier, Lebensextrakt. Was? Na, was schreibe ich denn als nächstes? Ach so, es ist wieder Zeit. Die Zeit ist gekommen. Ist es wieder soweit? Und das noch? Blaue Punkte. Wir könnten uns mal noch mehr Sachen organisieren, die wir noch untersuchen können. Oh, das ist auch noch blau. Ja, darüber freust du dich, glaube ich, jedes Mal, oder? Ich weiß nicht, was ich beim letzten Mal auch schon so? Dass ihr königlicher Fuchs warst. Das Papier? Stil. Genau, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Chris. Bis zum nächsten Mal. Wir dann wieder zu Chaos stiften werden hier vielleicht. Ah, das kommt mit, das kommt mit. Das kommt mit. So. Das rein und das rein. Achso, die Tinte muss auch wieder zurück. Tinte. Tarein. Wir warten halt, bis wir noch eine goldene Geschichte bekommen. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir haben jetzt noch drei Klaue. Ja. Ah, das heißt, ja, wir suchen mal eben nach ein paar Sachen. Also so Grabsteine, solche Geschichten kann man noch schön untersuchen. Also ein bisschen was herstellen geht noch. Hatte ich jetzt dabei, das Ding und das Ding. Das wird erstmal verarbeitet zu Brennholz. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas dabei haben. Rot. Rot. Also rote Samen sind auch nicht verkehrt. Ah, aber ich meine dann ja nur. Erstmal gucken zu wollen. Ja, jetzt Steinsachen sind es auf jeden Fall, die es gute Sachen geben. Ah, Steinschneider 2 müssten wir eigentlich auch bald lernen, glaube ich. Stein. Hier die beiden Sachen. Ja, dann. Auf. Bisschen Steinmeißeln. Die Frage noch, wie teuer das jetzt war. Tisch 2. Hier, das, genau, das wollte ich mich herstellen. Unbedingt die Sachen noch. Steinerumrandung 2, Steinkreuz 2 und Steinsockel. Macht nämlich auf jeden Fall nochmal einen Unterschied. Aber dafür brauchen wir Steinschneider 2. Geht ja schon. Ist er. 5 Holz, noch mehr Nägel. Ja. Schön, dass wir schon so viele Planken haben. Ein Madämmchen. Hier irgendwas aufgeschrieben? Nee, irgendwie nicht. Gebetet haben wir fein. Jetzt müssen wir auf den Händler gerade wieder warten. Noch 2 Tage, dann können wir dem das Gewürz geben. Zwiebeln sind vielleicht so fertig heute. Geh gleich mal gucken. Huch, hallo. Okay, du möchtest woanders hin, ist okay. Ich habe ja extra Platz und so. Zwiebeln dauern noch.
Ah, blaue Punkte. Fehlen sie wieder. Mist. Also wenn wir dann irgendwann das Geld haben, können wir natürlich kaufen ohne Ende. Die Bücher von dem Herrn Astrologen. Aber ist, glaube ich, noch gar nicht notwendig. An sich können wir halt auch noch genügend lernen, indem wir halt irgendwelche Sachen wiederherstellen. Man schaltet sich auch immer wieder Sachen frei, deswegen. Das kann mal nach hier unten. Na komm doch her! Hä? Hm. Hab dich. So total clever, ne, von mir, dass ich die Holzbanken immer hinter den Ofen gestellt habe. Sieht man immer gleich viel weniger. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen Steinkreuz für oben drauf oder das? Das würde ich sagen. Ist ja beides 4. Und die Umrandung mit 3. Brauchen wir halt schön die polierten Steine, ne? Das ist ja hier unten. Das wird wehtun, wenn die mehr stellen. Weil bestimmt gleich wieder der Meißel kaputt gehen wird. Der hält halt auch nicht ewig. Ich sehe mal nicht, dass ich ihn kriege oder nicht kriege. Was haben wir noch gebraucht? Die anderen Sachen, ne? Hier. Naja. Ich werde erstmal. Okay, weil ich wollte jetzt erstmal noch eine herstellen, dass wir die noch untersuchen können. Ich denke, mit 3 Klaube sind wir vielleicht noch gut dabei. Auch meine letzte Tasse Tee, die ich gerade hier habe. Momentchen mal, ich muss mal kurz gucken. Burger können. Achso, die Burger müssen wir hier herstellen. Ach genau, das war's. Dafür brauchen wir halt auch wieder die Zwiebeln. Oh, und Brot. Brot? Haben wir denn noch? Nee, können wir noch herstellen. Müssen mal noch die Brötchen nebenbei noch ein bisschen fertig werden. Fehlt ein bisschen mehr. Dunk, 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 dunk. Ich bereite mich auch gerade nur auf das Schlimmste vor, um ehrlich zu sein. Er hätte uns natürlich noch nicht mal den Auftrag gegeben, wir sollen ja gerade noch Wein herstellen, aber man kann ja wohl schon mal ein bisschen was machen hier. Ja, naja. Ich glaube, im Großen und Ganzen das Wichtigste, zumindest hier im Keller, haben wir schon mal gebaut. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Es geht nur noch um Punkte und Erkunden. Ha, ich wusste es noch mit 3 hier. 3 ist mal gut dabei. Ah, ja, Mal gucken. Friedhofsverbesserungen, hölzerne Gebetsbank und Rasen. Besseres Dings hierzu. Ich habe gesagt, ne, Seide haben wir eigentlich nicht. Da frage ich mich gerade nur noch, was wir erstmal brauchen. Vielleicht sollte ich es gerade noch ein bisschen sparen. Ja, ich würde so gerne. Tisch 2. Ich weiß auch nicht, ob man das denn vielleicht leichter herstellen kann bei dem Tisch. Gärtnerei ist alles. Diese Perks sind eigentlich auch nicht verkehrt zu lernen. Hallo Stahlmeißel. Ich glaube, das sollten wir nochmal mitnehmen. Kann ich vergessen. Ich finde dieses Perk Feuerwehrmann. Die lodernde Flamme lockt dich. Du weißt viel über Feuer, also weißt du auch, wie man die Produktivität des Ofens erhöht. Und du kannst mehr Erze per Ladung schmelzen. Es sieht halt einfach so cool aus, wie er einfach brennt. Nehmen das mal noch mit. Vor allem können wir halt auch Laternen herstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal irgendwann gemacht habe. Und geil ist halt auch, wir haben danach hier das Steinwerkzeug und Gebiet nach Exzellenz. Das ist nicht Glaube, aber ich glaube, es ist voll gut. Nur mit roten Punkten. So viel zum Thema. Ich spare mir was. Pfeffer von wegen.
Ja, aber Weinherstellung und das andere, naja. Brauchen wir auch noch. Die Rankenpresse, Weinfass habe ich mir aufgeschrieben gehabt, aber mach's noch mal kurz neu. Können wir das schon mal hinbauen, dann ist das wieder erledigt. Moment, kurz den Namen. Riesen. Ey, hallo. Wie sie sich immer streckt, direkt über mir. Also, 12, 24, Balken, 4, 10, das ist einfaches Eisen. Ach, und 7 Nägel, na, die haben wir ja. Wenn ich sie jetzt nicht auspacke. Moment, heute kommt der Händler. Oh, heute kommt der Händler. Yay, Händler-Time. Was hier scheint nämlich auch mal mit. Aber weil wir nicht so viel Platz haben. Naja. So, Balken. 14 Stück habe ich. Wir brauchen 24. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht, wie viel wir gerade haben. 26. Ist okay. Komplexes, einfaches reicht. Nein, was, mit dem Schleifstein, bitte nicht. Ja, hier. Ich wusste doch, dass alles durcheinander ist hier wie immer. Die vier komplexen, also nochmal 3 Stück. Dum, 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 10 Steine. Ja. Müssen wir mal nach oben gehen und Stein vorbereiten. Das haben 5 einfache Eisen. Ah, das war klar. Die haben wir. Bei, haben wir hier auch was zum Schnurpseln? Ich will nicht die Brötchen essen, aber. Muss da noch was zu essen sein? Hier sind jetzt 3 Möhren, so. Haben sie jetzt davon? Ha, reicht. Reicht doch, oder? So, erstmal die Rankenpresse. Gut, hier hin. Ein Weinfass. Ach, direkt hier oben. So. Reinstecken in Energie, was wir haben. Tja, dann fehlt nur noch Weintrauben. Also eine ganze Menge von Weintrauben. Das ist immer nicht so einfach hier. Das ist erledigt wieder. So, wir haben das Heilmittel zumindest. Hier, ich bringe dir dieses Heilmittel. Hat auch lange genug gedauert, aber Kloster hat mir gesagt, das würde dir helfen. Ich versuche es mal. Ich verteile es über diese gebratenen Grashüpfer. Deliziös. Noch schmackhafter als vorher. Vielen Dank. Woher hast du denn diese kostbare Zutat? Naja, ich habe mit Alchemie und ein bisschen gesundem Menschenverstand selbst gemacht, natürlich. Ha, interessant. Ich komme nicht umhin, die vielen Möglichkeiten zu sehen. Dieser Geschmack könnte viele Türen öffnen, vor allem die Palasttüren. Ich muss ein Dinner für die königlichen Mitglieder des königlichen Rates vorbereiten. Und dabei bräuchte ich deine Hilfe. Du musst mir ein großartiges Dinner für 5 Leute zubereiten. Mach einfach so nichts. Eine Hauptspeise und etwas im Nachtisch, aber es sollte alles von bester Qualität sein. Warum gerade ich? Ich bin nicht unbedingt der beste Koch. Ah, ich kann sonst niemanden in der Stadt trauen, also es steht auch zu viel auf dem Spiel und... Aber warum kochst du nicht einfach selbst? Ah, Blödsinn, ich bin doch ein Foodie, kein Koch. Das war... Keine Sorge, du schaffst das schon und das Gewürz, das du gemacht hast, es wird dieses Dinner unvergesslich machen. Plop.
5 Speisen. Abendessen von höchster Qualität. Ja, ist jetzt halt die Frage, ne, was wir machen können. Oh, er hat hier diese wunderschönen Schmuckverzierungen. Ah, Traumkern, ich wusste es doch. Venus Verlass und es ist so kotzenteuer. Da hat er noch fertigen Wein, ne? Und die Seide, die müssen wir auch bei ihm irgendwann kaufen. Naja. Oh, ich glaube, wir sind beim Rang sogar bei ihm aufgeschrieben. So, einen Passierschein habe ich mir jetzt mitgenommen, weil ich dachte, dass es irgendwie Sinn macht, vielleicht da hinzugehen, aber ich weiß es echt nicht. Ah, jetzt kannst du in die Stadt gehen. Habt ihr gesehen? Irgendwie so over 9000 auf jeden Fall. Du bist tot. Was zur Hölle war das? Ich glaube, ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Ich habe es gespürt. Ein uralter und mächtiger Zorn. Mal schnell hier rüber. Es scheint, als würde jemand oder etwas dich nicht in der Stadt haben wollen. Ich bin nicht sicher, aber... Ja, doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles übel für dich endet. Also, wenn du so weitermachst. Also, ich bin jetzt auch halt schön übel. Nein. Also, ja, Skript tot, genau. Aber ich muss doch dorthin. Ich muss die magischen Gegenstände finden. Ich muss zurück nach Hause. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versuchst, mich zu verlassen. Aber weil ich dein Freund bin, schlage ich vor, dass du dich mit Schlange im Kirchenkeller unterhältst. Ich glaube, er kann diese Gegenstände für dich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Du kennst Schlange. Ich rede ständig mit ihm. Ich verstecke mich in einem Haufen von Schädeln und wir quatschen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme bin, deshalb erzählt er mir alles. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. Ist okay. Ich rede einfach mit ihm selbst, aber ich denke schon, dass er mir vielleicht helfen könnte. Das musste mal noch erledigt werden. Ich verspreche mir halt nur nicht viel davon. So hell. Fauch. Bis wir brauchen ja wieder Energie. Die Schlange kommt halt am nächsten Tag, da passt das ganz gut. Gleich gehen wir noch ein bisschen Wein anbauen. Was wird bei weitem nicht reichen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir Dünger herstellen können. Da oben. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen was lernen hier. Ich meine, man kriegt ja jedes Mal ein paar Punkte, das ist nicht. Du hast nicht genug Ressourcen. Wie, war es nicht genug Ressourcen? Was erzählt er denn da? Achso, ich glaube, wir haben keinen Platz. Nee, das ist es nicht. Ach Mist, ja klar, wir haben den Stein haben wir noch verballert. Das war's. So. Gerade überlegt, was da noch reingehört. Nein, kein Stein. Blub. Machen wir jetzt so fertig. Gut, dass ich die Wein anpflanzen wollte. Ich will wirklich erst dafür noch die 45. Ich dachte. Irgendwas fehlt immer. Hier, Zwiebeln. Zwiebeln ernten. Guck mal, genau die Samen können jetzt wieder nicht bei uns mit rein hier. Mensch. So. Ausgetrickst. Zwiebelsamen. 10 Zwiebeln haben wir rausbekommen. Das brauchen wir doch. Ich renne gerade im Kreis. Wir machen normale. Normalen Dünger nehmen wir mit. Reicht doch gerade so der Platz. Danach geht's wieder zum Dings. Jeder weiß, was ich meine. Hoffe ich doch. Die Stöckchen werden wir vielleicht brauchen. Ich bin mir gerade nicht sicher.
nehmen, wenn was geht. Also. Wir auf jeden Fall noch den Friedhof ein bisschen in Stand halten, bringen, tun, machen. Hier ist doch. Uiuiui. Frisst er wieder in Energie hier. Brauchen eh gerade nicht so viel Platz. Man kann ja schon mal ein bisschen vorbereiten, so prinzipiell, ne? Ist ja nicht verkehrt. Irgendwann wird das hier alles mir gehören. Oh, tut's ja eigentlich schon, aber total im Glanz erscheinen und so. Ha, hat funktioniert. So, mal gucken, wie viele Sachen ich bauen kann. Ich will ja gerne hier alles mal voll haben. Ist einfach ordentlicher. Kiste kommt eh dazwischen, muss man sich keine Gedanken machen. Ich finde es auch super, dass einige Sachen einfach so vorbereitet sind, dass man sicher ist, wo man die Sachen hinpackt. Und sich nicht am Ende irgendwie dann, ich sag mal, verbaut, wenn da fehlt wieder was, oh, das habe ich ganz vergessen und ja, jetzt ist alles voll blöd. Alter, das ist ja hier ein Traum, was ich mit meinen Stöckchen vorbereitet habe. Perfekt, super. Ja, die Stöckchen sind weg. Zauber, also wirklich. Ich bin begeistert. Muss man halt dann irgendwann mal ausheben, aber wir haben halt eh keine Zwiebelsamen. Was soll ich machen? Uns fehlt Geld, uns fehlen Zwiebeln, uns fehlt alles. Könnten wieder cool anpflanzen, glaube ich. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal wieder zu Geld, der gute Bauer, und dann. Dann aber, dann werden wir irgendwas verkaufen hier. Blub, blub, blub. Na, ab ins Bett und dann mit Schlange quatschen. Was wollte der Inquisitor haben? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, der silberne Wein. Na, wie konnte ich das vergessen? Plop. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ich weiß nicht. Nee, wir haben auf jeden Fall nicht genug, glaube ich, für eine normale braune Zwiebel. Ich hab das ja weggeschmissen, weil ich so clever war. Naja. So, wir brauchen ein paar Gegenstände. Kannst du mir helfen, etwas in der Stadt zu finden? Ah, ich kann alles finden. Was brauchst du? Ein Spiegel des Stolzes, eine ewig lodernde Kohle und eine salzige Gabel. Ach, komisches Zeug. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, arbeite ich derzeit an einem wichtigen Projekt. Deswegen habe ich nicht viel Zeit, aber wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Naja, wenn wir ihm helfen, ne? So ist es halt. Und er hatte eigentlich von Kukul noch geredet gehabt. Ich glaube, den haben wir komplett ignoriert. Wir sollten uns mal um was kümmern. Ich hätte mit dem Holzfäller eine Axt machen und ich... Ja, nee, noch nicht. Der kommt immer erst abends raus, der Typ. Oh, hallo. Ja, das, kann ich mich gerne drum kümmern, kein Problem. Nehme ich alles mit, was ich kriegen kann hier. Ein bisschen Glaube nehme ich gern. Die haben wir untersucht. Das ist nur ein Stein. Oh, jetzt hätte ich eigentlich den Torf. Ach, egal. Nee, geht nicht. Egal. Ich hätte gerne eine Kiste noch gebaut auf dem Weinhügel. Dass man da immer noch ein bisschen Torf und auch andere Sachen später lassen kann. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Die müssen wir echt mal rausschmeißen, die Leute. Raus aus dem Friedhof hier. Was soll das? Lalalalalala. Ach, wunderschön. Vielleicht kann man die gleich mal... Ah, guck mal, das hat auch noch was. Vielleicht können wir das gleich untersuchen. Das gute Holzkreuz.
kann eigentlich alles einmal herstellen, gucken, ob man das schon untersucht hat. Und wenn nicht, kann man es eh wieder verballern. Ah, der Glaube fehlt. Die Wissenschaft fehlt. So. Blülülüp. 60. Ah, ich weiß gar nicht, auf was ich gerade spare. Irgendwie eigentlich alles. Bienenfreund. Aber da wir eigentlich gar nicht Imker sein, weil, ach genau, hier den Dünger wollen wir unbedingt haben noch. Der ist ja praktisch Apfelsaft. Hm. Könnte man prinzipiell loswerden, aber. Ah, Schmied, ja, Werkzeug, oh, Werkzeug, kann hoch. Stahlwaffen. So viele schöne Sachen. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen sparen, weil ich nicht weiß, storytechnisch, was auf uns noch zukommt. Ich glaube auch fast, dass ich ein bisschen... ach Gott. Ah, Nase. dass ich ein bisschen was vorbereiten werde. So, ja. Für den nächsten Stream. Also so, weiß ich, so Essenssachen koche, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Oder was auch immer gerade noch gebraucht wird halt. Aha, nichts vorbereitet hier. Ist doch bei dasselbe. Das bleibt hier. Die alten Gammelleichen hier immer. Ich weiß gerade nicht, ob so ein einfaches Loch schlimm ist für den Friedhof, ob den das runterzieht. Und wenn es so wäre. Ah, das ist auch wieder nur zwei. Ah, ich brauche mehr Zombie-Untergebene, wirklich. Ja, also, dass ich halt einfach nur mal so eine Woche durchspielen werde. In der Hoffnung, so ein bisschen, weiß nicht, so Kleinigkeiten vielleicht zu erledigen, je nachdem. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich sage, okay, das wäre jetzt irgendwie mal zeigenswert. Nicht arbeiten und wieder schlafen gehen, dann würde ich dann mal wieder wechseln. Aber jetzt kommen halt so richtig so Routine-Sachen rein. Ich muss halt gucken, dass ich meine Zwiebeln hinkriege, meinen Wein hinkriege und immer wieder anpflanzen. Vielleicht mal mit Leuten reden, ja, vielleicht. So den Abend verpasst, auch okay. So viele Sachen eigentlich zu erledigen, aber nur so Kleinigkeiten. Und im Endeffekt kann ich ja dann das Resultat dessen dann ja immer noch präsentieren. Ich weiß echt nicht. Eigentlich würde ich ja schon alles zeigen. Wo ist denn dieses Dings? Dings ist hier? Ja. Axt. Ich schleppe mal jetzt mich mit rum. Das kann schon mal weg. Das kann irgendwie auch... Ich weiß nicht, was ich damit soll. Aber doch eine Zwiebel missbrauchen. Oder vielleicht auch gleich zwei. Dann können wir die ja umwandeln hier. Ich glaube noch übrig. Nee. Da rein. Das geht noch nicht, weil wir nicht wissen, was das kann. Nein! Zwiebelchan. Ach, Mist. Man muss es noch untersuchen. Bleiben zwei hier. Das ist sowieso die... Hallo. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was sind dieses Abendessen? Ist das hier? Bürgerbeerensaft. Es ging ja nur darum, irgendwie goldene Sachen zu bekommen. Ob man ihm dann einfach... Also ja, vielleicht auch Vortisch, Abendbrot... Ah, hier ist das Abendessen. Da kann man nämlich so ein bisschen variieren mit den Sachen, aber es geht im Endeffekt doch darum, dass die Sachen recht hohe Qualität haben. Nämlich so ein schöner Kuchen mit rein, Brötchen.
Oder man macht halt nur Zwiebelringe. Kann man halt auch machen. Kürbissuppe. Ich muss sich halt irgendeinen Scheiß zusammensuchen. Dass die Sachen dann noch irgendwie. Na, hier Vorspeise war da irgendwie geplant. Gang und dann halt irgendwie das Dessert hier. Das ist ja schon so ein bisschen. Also was am einfachsten? Ich glaube die Zwiebelringe. Gebratenes Fleisch. Also wenn ich echt Langeweile habe, ne, und dann halt einen fetten Kuchen backen. Ja, könnte man machen. Wie geht fetter Kuchen? Könnte ich mich halt zum Beispiel dann so nebenbei mal ransetzen? Ja, eben. Also das meine ich ja. Ist dann zwar ätzend, aber dann backen wir halt 5 Kuchen. Wenn es dann halt sein muss. Also was... Jetzt ist halt wieder die Frage, was ist das Beste, was man machen kann? Also wo man jetzt am schnellsten Zugriff drauf hat. Ich hätte jetzt schon gesagt, die Zwiebelringe, die ziehen es halt richtig schön nach oben. Dafür brauchen wir halt die goldenen Zwiebeln. Oder halt die anderen oder so. Ne? Je nachdem. Da kann man halt bei den anderen Sachen so ein bisschen schludern. Schüssel Linsen und Schüssel Zwiebeln. Das wär's dann eigentlich schon. Dann wären wir fertig. Aber hier ist halt die Wahrscheinlichkeit halt nicht so gut. Das heißt eigentlich, ne, müsste man ja gucken. Traubentorte. Oh, Traubentorte? Tell me what exactly? Was? Traubentorte? Wo mache ich das? Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Jetzt im besten Falle kann es halt nämlich passieren, dass wir gucken müssen, wo wir die Rezepte herkriegen. Hm. 3 Rezepte hat, glaube ich, Frau Anmut noch. 1 bekommen wir noch vom Roma-Baron und ja, wer weiß woher noch. Hm. Ach ja, da liegt ja noch eine Leiche, die ich verbrennen wollte. Egal. Nicht so wichtig. Wo ist denn Attenten? Der hat ja auch noch silbernen. Machen wir es jetzt mal einfach. So, das mit ihm mal hier. Blub. Geschossen. Ah ja, guter Wein ist der, mein Freund. Hier ist eine Geschichte. Das kann man halt jetzt jedes Mal machen, aber ich dachte irgendwie, dass das noch eine Auswirkung hat. Verdammt. Verdammt. Ah. Aber ich glaube, damit ist es jetzt erstmal erledigt. Zumindest bei ihm steht das dann nicht mehr. Holzfäller. Wo ist er? Ja, genau, Wagner. Kann jetzt halt jederzeit hingehen, aber die Quest an sich ist jetzt erstmal weg. So, sie hat Fisch, lecker gesund, Konditorei und Pasteten. Ich glaube, Pasteten ist das, was wir suchen. Ja, Traubentorte. Genau das, was ich wollte. Das wird uns so den Hals kosten, wirklich. Oh ja. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir nicht so allzu viel grinden müssten eigentlich. Ach Gott. Die ruckelt immer. Zum Beispiel für die Taverne habe ich wirklich sehr viel gegrindet, was so ein paar verschiedene Sachen anging. Ich habe unendlich viele Zwiebelringe, Linsensuppe, so ein Zeug hergestellt, wirklich en masse. Damit ich halt wirklich exzellente Veranstaltungen machen konnte. Ich werde mir mal wieder was zusammensuchen jetzt. Ne? Gut, dann... Ja, was machen wir? Bringt halt alles nichts so. War nur eine Sache auf Gold, aber die Zwiebeln will ich auf jeden Fall auf Gold haben. Dann machen wir das so, glaube ich. Heieiei. Wofür haben wir dann die Pasteten geholt? Ganz ehrlich. Na, die bringen halt nicht. Doch, die Traumtorte in Gold. Irgendwann brauchen wir halt auch goldenen Wein, so ist es nicht. Okay, der große Plan des Abendessens. 5 goldene. Abendessen. Das heißt halt 5 goldene Zwiebelringe. Silberne Linsensuppe. Also man kann auch, glaube ich, goldene machen. Das ist nicht das Problem, aber ich glaube, da kommen wir schneller ran. Und 5
Kuchen. So, was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Was können wir machen? Was müssen wir noch irgendwie erlernen? Zwiebelringe. Müssen wir die auch noch? Nein! Bitte nicht. Ach, Mann, okay. Für 5 Kuchen. Gepäckteig, ist das? Gepäckteig. Ja, Gepäckteig. Alles klar. Honig. Und aber, was sind das? 5 Beeren gewesen, ne? Also 25 Beeren. An sich ja kein Ding der Unmöglichkeit. Ja, oder halt die Trauben. Weiß nicht. Ich glaube, die Trauben sind gerade woanders wichtiger. Ich habe gar keine Zwiebelringe. Meine guten Zwiebelringe. Was wollte ich nochmal? Die Linsensuppe habe ich irgendwie auch nicht, oder? Nee. Oh. Ha. Schön, dass ich mir das so alles geplant habe und dann. Ja. Ja, nun. Also, nee, die sind noch nicht fertig. Muss ich gar nicht nachgucken. Ich habe schon wieder den Arm verpeilt. Ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich halt mich mit Kukil. Kukil? Treffe, das ist so ein buckliger Alter, von dem wurde uns das letzte Mal irgendwann berichtet. Der passt nämlich auf diese Burgfeste auf. Und der kann uns da mehr oder weniger bei so ein, zwei Kleinigkeiten helfen. Wo ist jetzt der Holzfäller? Ich habe keine Orientierung gerade. Hexenhügel, Hexenhügel. Da ist der eine, da ist der andere. Der sitzt ja immer hier draußen, ne? Ja. Da wird schon, da hast du eine Axt. Oh ja, Pasta und Lasagne, das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ach genau, er hat noch ein Rezept. Ohne Fleisch? Ah, Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen. Und die Linsen geben dir Protein. Lasagne, Nudeln. Ah, okay, ja. Da was es sollen muss. Ja, der ist schon längst wieder weg hier, so ein Mist. Ich weiß doch gar nicht, ob der direkt rauskommt. Da läuft der einfach raus. Das ist wunderschön mit anzusehen. Da reden wir mit dem. Mit der Wache nochmal vorher. Ach ja, genau. Hier, was Kukul betrifft. Kukul, ich. Keine Ahnung. Ich muss mit ihm reden. Oh, ich kann dich nicht reinlassen, aber du kannst ihn außerhalb der Festung treffen. Jede Nacht geht er in den Wald im Westen, nicht weit von hier. Niemand braucht mehr die Burgfeste. Aber irgendwie müssen wir über die Runden kommen. Weg versperrt, ja, danke. So informativ. Ja, Das kostet schon wieder alles Geld. Geld, was ich nicht habe. Ich muss so sehen, dass ich mein Geld für die Weintrauben und... Ja, doch, für die Weintrauben. Und für die anderen Sachen. Hier die Zwiebeln und so ausgebe. Deswegen, ich meine, Kohlgeschäfte müssen eigentlich weitergehen. Ein bisschen zu sehr doch noch geschlampt im Endeffekt. Ich glaube, für die Zwiebelringe reicht wirklich, das Teig zu haben. Und die Zwiebeln, das ist eigentlich kein Problem. Ja, nee, ach so, er hat auch noch die. Wollte Gary normalen Wein? Oder hat er irgendwas gesagt gehabt? Eine Flasche Wein. Oh, ich weiß es gerade echt nicht. Wir können es nicht alles leisten. Aha. Wer weiß schon, was wo drin ist. Lecker und gesund hört sich auf jeden Fall eigentlich nach Schüsseln an. Ja, Schüssellinsen, da sind sie dabei. Das heißt, die haben wir nur, die Zwiebeln fehlen noch irgendwie. Ja, die sind quasi pleite. Also eigentlich können wir auch ein Gebet mal nach Geld machen. So ist es nicht, aber wir brauchen, glaube ich, sollten wir ein bisschen lernen zu schreiben, dass wir da vorankommen. Halt, wo ist es? Hier. Ein Schreibperk. Der andere kostet noch. Können wir noch Tisch 2 herstellen? Da können wir ein bisschen noch was bauen. Ich werde einen Friedhof bauen. Manu.
Was brauchen wir denn für Tisch 2? Da ist er. Ach ja, diese Kacklinse. Ist doch immer irgendwas. Nägel und die Linse. Also nicht zum Essen diesmal, sondern wirklich zum Bauen. Können wir die denn bauen? Da, ja, können wir gelernt. Sehr schön. Das sollte zumindest kein Problem darstellen. Ich muss ganz kurz mal gucken. Die Säure sollten wir bei euch als nächstes herstellen. Also, wenn wir Glaube haben, müssen wir die Zwiebeln mal erkunden. Oh, heilige Zwiebel, was ist dein Geheimnis? Wir können wieder ernten. Keine Linse, aber hier, oder? Wo ist die denn? Wo kann ich eine Linse? Ich glaube, ich brauche einen Arbeitstisch dafür. Ich glaube, das geht gar nicht so einfach, wie ich mir das gerade vorstelle. Wieso? Wieso? Ach Mann. Manu, ich sollte mich echt mal um eine Sache erstmal fertig kümmern. Es ist halt leider immer gleich so viel zu erledigen. Immer so viel auf einmal. Lass mich frei. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Reicht noch. Sehr schön. Hier kann doch bestimmt wieder irgendwas rein. Nein, nicht hier, aber hier dann. Cool, sammeln wir gerade mal noch ein bisschen, bis wir ein bisschen mehr haben zum Verkaufen auch. Warum habe ich die Brötchen wieder im Inventar? Ich glaube, die habe ich zufällig wieder eingesammelt. Wollte ich gar nicht. Moment. Aber hier können wir... Nein, ich glaube nicht, aber... Nein, nein, nicht nur Schüssel. Es gibt irgendwie noch einen Arbeitstisch, glaube ich, woran man dann die Linse direkt herstellen kann. Ich weiß nur nicht mehr wo. Blöd, ne? Das Essen? Ach, Wasserpumpe. Ah, oh, Wasserpumpe, ja. Hier genau der Juweliertisch. Eigentlich für Verzierungen, für Schmuck, für Schmierungen. So, ihr könnt nochmal eine Runde jagen gehen, wer dann nochmal das Glück probieren möchte. Zwei Tricks sind nach unten. Da. Ich kümmere mich erstmal kurz um die Leichen. Also auch um den Friedhof im Grunde. Viel vom Tag bleibt mir eh nicht mehr. Oh. Ah, gut. Naja, aber vielleicht kann ich zumindest ein bisschen Holz und Stein vorbereiten. Bis zum nächsten Mal. Dass ich dann sage, dass ich einen Tag vielleicht mal dahin laufe und dann nochmal hierhin laufe und die Zombies mal hin und her trage vielleicht. Ach Gott. Haben wir halt auch die Zombies und alles. Ein bisschen muss halt noch. Da. Er ist weggesprungen. Habt ihr das gesehen? Boah, ey. Ob wir nochmal eine Bestattungsurkunde bekommen? Ach, -2 ist echt übel. Dann müssen wir da mal gucken, dass wir dann vielleicht mal neue Leichen reinkriegen, die doch mal ein bisschen hübscher sind. Ja, du kommst gleich raus hier. Der hässliche Bernd hier. Komm, weg damit. Nee. Na, sammelt doch nicht mehr wieder Sachen rein.
ja, und am nächsten Tag arbeitet der Esel wieder nicht. Nun. Ich will mich auch nicht aufregen. Ich meine, im Grunde, das Spiel ist ja darauf angelegt, dass du auch vor allem nicht in einem Tag hier alles fertig hast. Sondern schön immer, ne? Peu à peu. Hör, die Teilchen sind voll. Hör, ich habe das gemacht. Aber nein, ich bin ja gerade dabei und hier und da. Das ist wunderbar. So, Brennholz weghauen. Kann man gleich wieder schlafen gehen. Es ist schön. Also eigentlich, wenn man irgendwann so ein bisschen Routine drin hat, dann geht's. Wir gucken auch gleich mal nach dem Wein. Der dürfte ja schon fertig sein. Weil ich gerade überlege, was wir für eine Truhe brauchen, dass wir vielleicht gleich noch eine bauen könnten. Nein, 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 nein. Truhe? Irgendwo eine Truhe stehen? Basics? Tisch? Nein, kein Tisch. Manu, keine Truhe. Hier mal Truhen. Kiste. Bisschen Nägel, ja, ja. Ja, zu voll. Ich will ein bisschen was hier lassen, glaube ich. Was hatte ich jetzt gesagt? Wie viel? Das dürfte reichen. Nägel und das Einfache noch. Ah, nee, das will ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich muss noch deutlich mehr herstellen eigentlich. Also, es kommen ja dann noch so ein paar Steinsachen, die ich noch alle austauschen möchte. Es ist eh nicht lohnt, wenn die Sachen eh so schlecht sind. Ja, hier kann man es wieder drehen. Ist doch immer irgendwas. Das Zeug haben wir nicht dabei, leider. Was? Was? Wieso wird er gerade schippen? Hast du nicht zu schippen? Die Kerne mal kurz weg. Ah, wir haben keinen Tuff dabei. Ach, Mann, wo? Süß, das sind jetzt 9 Trauben. Das reicht nicht mal für einen Eimer Wein. Also, ne, ja, einen Eimer gepresste Trauben. Man braucht 2 Eimer gepresste Trauben, um 20 Flaschen Wein herzustellen. Das geht nur in Massen auch wieder. Ja, hab ich eigentlich Pilz wieder dabei. Ich weiß, ich würde irgendwann mehr oder weniger mal wieder Pilzspieße machen, aber komm mal mit. Salz, Maden. Können wir mal hier lassen. Vielleicht sollte ich entweder die Sachen erstmal austauschen. Also diese Grabumrandungen. Oder aber halt jetzt wirklich mal, ne, weiß nicht. Oder halt hinpacken ins Dings. Das gute Dings halt. Die eine will ich noch ausgraben erstmal. Die kann weg. Die hässliche Leiche da. Oder was ist da hier? Diese minus 1 Leiche. Ja, pfui. Jetzt wird ein minus 2 draus, aber da geht eh nicht mehr. Die Frage. Was wird das? Ich habe jetzt reingemacht. Die sehen alle so gleich aus. Ja, wenn man nichts zu tun hat, ne, kann man auch so machen. Ja, das ist ein Unterschied. Guck mal, das ist auch ein bisschen anders. Ein bisschen eckiger. Guck mal, sieht doch viel schöner aus gleich. Schön mit diesen Leichen hier noch direkt vor seinen Füßen. Der wundert sich nicht. Nein, nein. Steinerne. 2, 2, 2, 2, 2. Die können wir nicht wieder mitnehmen. Das ist schon wieder Müll. Die kann auch untersucht werden. Naja.
Ach, gehen wir erstmal beten. Bevor der Tag vorbei ist. Und dann müssen wir eigentlich auch schon wieder zurück gucken, dass wir den Buckligen mal noch erwischen. Das wäre noch so ein Traum. Jetzt kommen wieder so wenig Leute, ne? Naja, mehr Geld, egal. Deswegen an sich bringt halt echt nicht viel. Wir sollten die Kirche noch verbessern, wir sollten alles verbessern. Ah. Gebt mir eure Peanuts. Ich esse sie sonst auf. Hm. Ja, die Zwiebel erstmal noch schnell untersuchen. Schaffen wir noch. Das will ich nicht untersuchen. Da ist er. So, dann können wir die hier gleich reinpacken. Reicht es noch für irgendwas Schönes? Hat man nicht gerade noch was dabei? Haben wir aber alles beendet. Okay, ich dachte, dass uns irgendwas fehlen würde. Hm, keine Ahnung. Ich untersuche jetzt schon wieder alles. Puder, ein bisschen Balken. Ja, ich weiß, wir brauchen auch überall an ganz vielen anderen Stellen gerade Glaube. Aber glaubt an die Maden. Glaubt an sie. Erzählen einem schöne Geschichten. Hm? Was ist denn jetzt noch alles dabei? Die Maden? Was das weg kann? Kann auch hier bleiben, meinetwegen. Ja. Ne, wir laufen gleich hier durch. Das ist viel kürzer. Ich glaube, ich muss mir noch mal irgendwie dann... Zumindest werde ich das Spiel mal kurz anschmeißen, einfach um zu gucken, was mir gerade wo fehlt. Dass ich mir einfach noch mal einen Plan entwickeln kann gerade. Ich mag das nicht so durch die Gegend zu schmeichen. Also ja, wir brauchen Zwiebeln und Wein, das dauert alles, aber... Ich werde einfach mal alles ausschreiben, dass man nichts vergisst, so im Grunde. Der hier hin? Ah, nee, noch weiter oben. Gott, dieser Wald nimmt ja gar kein Ende. Da steht er, da steht er, da steht er. Halskette. Ich habe gehört, dass dein Meister, der Kommandant, vor kurzem eine Halskette erworben hat. Ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie mir bringst. Mein Meister würde nie so etwas Nutzloses wie eine Halskette kaufen. Mein junger Meister, der Kommandant, würde das vielleicht. Aber er hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Ah, ich werde diese Halskette wohl niemals finden. Er hat die krassen Sachen. Man kann ja einfach schon die krassesten Sachen bei ihm kaufen. Er hat auch irgendwie halt richtig viel Geld. Also, ne, 6 Gold ist schon sehr viel Geld, kann man so sagen. Ja, okay. Gut, kurzes Gespräch. Wäre dann wieder erledigt. Hm. Ja, Anmut wieder, ja, aber. Grunde auch egal. Dann halt kommt der Händler wieder. Den können wir wieder belästigen, wenn wir dann wieder ein bisschen Geld zusammengekriegt haben. Oh, ich bin in der Wache im Dunkeln. Geht aus dem Weg. So brenne ich mich. Mit einer Fackel. Es ist nicht mehr so dunkel. Hm. Ich überlege gerade, ob am Ende des Dungeons irgendwas Schönes noch war. Irgendwas Lohnenswertes. Wir sollten mal jetzt das Geld mal noch. Das Geld. Die Möhrenwährung mal noch reintun. Plopp. Ganz wichtig eigentlich. Na, der vergammelt hier draußen. Ist auch schön. Naja, schadet alles nicht.
ein paar Leichen will ich halt nochmal schön einbauen und sowas. Und ich glaube, die neuen, da kann es halt häufiger sein, dass die mehr Punkte einfach generell haben, was dann auch was bringt. Der kommt wieder weg. Kommt dann wieder der andere hin. Aus der Kiste. Da kann man das auch nicht vertauschen. Ja, Müll. Du kriegst so ein Kreuz nicht, nee. Das ist schon optimal eigentlich. Da kann noch was Schöneres rauf. Und Pleite mit Energie. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben ja die Pilzspieße gerade dabei. Das hier. Ach, guck mal, das ist so eine schöne saubere Leiche hier. Das muss besser eingepackt werden. Na? Ja, jetzt so. Man weiß ich auch nicht, was er vorhat. Plus zwei, ja, die kann weg. Und einen haben wir dann noch übrig. Plopp. Das ist schon verbessert, ja. Ah, die kommt auch aus die Leiche. Weiß ich immer nicht, ob sich sowas halt lohnt. Wenn wir die machen, ist es fertig. Ja, sofort, my lady. Mit Aufmerksamkeit und Hü und Hü und Hi. Wir gehen jetzt aber auch ins Bettchen hier. Also, es kann sein, dass ich bis zum nächsten Mal, ich sag mal, vielleicht die Steine kaputt haue. Das war's. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich einfach gar nichts. Nehmen wir aber beim nächsten Mal, ganz ehrlich. Bringt ja eh alles nichts, also. Nee. Man schreit nach mir, ja. Ich glaube doch, das reicht für heute. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann gewiss nächste Woche wieder, weil ich. Das Wochenende habe ich frei, weil ich so gut mit der Arbeit bin, aber ich werde trotzdem was anderes machen. Deswegen wünsche ich euch eine wunderschöne Woche noch. Genießt die Zeit bis, ich hoffe, nächste Woche. Ich hoffe es sehr und bedanke mich auch. Ne? Ciao, ciao. Da kommt die Leiche.